Leute, Timex hier. Wir zocken heute wieder weiter Clash Royale, die Free-to-Play-Challenge. Letztes Mal hatten wir einen neuen Trophäenrekord aufgestellt. Da hatte Morten gesagt, das schaffen wir safe nicht. Hat einfach funktioniert. Oh, 10 Rare Heilerin freigeschaltet. Tesla und noch ein Lightning. Wie stark. Hier noch eine Gold-Chest. Bitter, Fire-Skills. Pumpe aufmachen. Ich habe ultra Bock auf die zwei Challenges. Die werden dann natürlich wieder im nächsten Video kommen. Riesenwut, Herausforderung und Drachenjagd. Ultra wichtig. Allein nicht viel Gold, das geht aus dem Free-to-Play-Account. Free-to-Play-Account besteht die Challenge drin mit all unseren Kollegen. Turnierstandard zu erreichen, das heißt Turm Level 9. Ich habe 20.000, aber wir können noch ein bisschen XP bekommen, aber Level 9 können wir noch nicht kommen. Level 9 kommen und alle Karten auf Level 9 bringen. Das ist das Ziel. Wir werden jetzt gleich wieder weiter pushen. Oh, ich habe so Bock auf die Challenges, Mann. Die sind Free-to-Play, man hat nur einen Versuch, man muss sie schaffen. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Schau auf Platz 1. Das ist hier Flobby, ne? Toprak COC. Die sind aber nicht so weit weg von mir. Die sind nicht so weit weg von mir. Ist der Strubel auch hinter mir? Wichtig. Um Karten bitten, wir fordern Sepp an. Alle fordern Sepp an, das ist doch scheiße. Aber wir ziehen hier uns auch unseren Sepp. Wenn der Level 10 ist, wird das sehr geil. Ey, wenn euch das gefällt, gerne den Kanal abonnieren. Für Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Mini, Clash Quest, Clash Heroes, Clash of Clans. So viel. Jetzt wird wieder richtig schön mit Big Spin zusammen gepusht. Wolltest du nicht einen Miner spielen? Ja, Miner Chip Damage. Oh, danke fürs Spenden, sehr geil. Genau, und denk natürlich immer an den Creator Code Trimax. Würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Dann muten wir uns. Hallo? Okay. Hallo? Was macht ihr hier? Ich bin gecoacht. Du wirst gecoacht? Ja. Chef Strobel. Ja, du hast gesagt, du musst nicht gecoacht werden. Du bist gut, hast du gesagt. Bin ich auch, aber... bin ich auch. Wir haben mal von Platz 1 der Welt gecoacht werden. Der Nado muss gut sein. Ihr seid noch hinter mir gerade. Ja, ich bin auf Platz 1 der Welt, sehr. Aber noch nicht im Free-to-Play-Projekt, muss ich auch noch gleich Platz 1 kommen. Mhm. Haben wir uns wieder rausgemoved. Wir müssen höher als die pushen. Ich hab ein geileres Deck. Gar kein Problem, gar kein Thema. Hä? Was ist das? Chef Strobel. Chef Strobel, lass ein Push-Duell machen, wer am Ende weiter ist. Ja, okay, dann. Du coachst mich. Und, ja. Hallo? Ja, hallo. Ja. Oh, da hinten. Der macht erstmal den zu Ende. Für Lightning. Junge, was ist das für ein Kackdeck? Weiß es nicht, aber er kackt gerade ein bisschen. Ja. Macht gleich Megamin auf die Maschine, genau. Das ist gut. Kannst du Käfig spielen? Jetzt ist er da. Er ist nicht Free-to-Play, wer ist nicht Free-to-Play? Ist mächtig. Ja, aber er wird einfach Packer reindroppen. Kannst du den irgendwie wegziehen? Ja. Ich will ihn halt wegziehen, aber er zieht mich halt auch nach hinten, ne? Was ein kleiner Kelbensohn. Viele Antworten, Digga. Sein Deck ist halt echt gut gegen deins. Oh, ärgerlich. Ja, jetzt Mega-Minion hoch. D-Giant. Kannst du vielleicht ein Lightning bringen? Muss ja, es ist halt gefühlt unmöglich, Digga. So nervig, Mann. Ja, mal die Packer. Meisten Antworten auf mein Deck, weil es einfach der Antwortenmann ist. Bist du fertig, der Schrubbel? Gleich, ja. Okay. Schade. Das war gar nicht schlecht gespielt eigentlich. Einfach verloren. Einfach verloren. Nix. Nado, Packer ist stark. Ey, wir machen Free-to-Play-Pushen. Morten coacht Chef Strobel, Bixbill coacht mich. Wer höher kommt, kriegt vom anderen. Junge, guck mal dein Deck an. Ja, hey, das ist gut. Ich bin immer noch Trimax, das musst du dir doch nicht überlegen. Du hast Chef Strobel. Das ist Chef Strobel. Außerdem bin ich erstmal gerade noch ein bisschen auf Ding. Aber ey, Junge, es macht gar keinen Sinn auf Dings. Hey, Chef Strobel, was soll das? Natürlich macht das Sinn, komm. Dein Deck ist so giga broken, ich weiß gar nicht, was du Chef Strobel, ich hab Widerreiterin Level 9 und jeder spielt Mega Ritter Level 11. Also, sagst du nein? Hast du Angst, weil ich besser bin? Nee. Ich hab jetzt einfach. Ich hab allerdings mein. Morten, was mache ich? Kommt nach dem Game hoch zu uns. Der Strobel startet einfach ein neues Game, ich dreh durch, okay? Hey, ich will eigentlich nur ein bisschen. Bis gleich, bis gleich. Was macht der die ganze Zeit? Bis gleich, der Strobel, du musst. Bis gleich. Junge. Er muss, ich geh nochmal rein. Okay, ja, oder? Der Strobel, bis gleich.
Kannst ja, du warte machen. Mal. Okay, gut. Der Strom ist scheiße in Clash Royale, das ist das Geile. Ja, wir warten auf der Strom. Wir müssen erst. Du wartest auf Chef jetzt. Ja, 100 Pro. Digga, der wird doch so heftig ausrasten. Das wird doch so geil werden. Ja, das ist unbezahlbar. Aber für ihn nicht. Was bringt das? Was bringt das? Was bringt das, wenn wir jetzt einfach ein bisschen pushen? Wenn wir ein bisschen pushen können, dabei noch Chef Rubel zum Ausrasten. Junge. Hallo? Hallo? Ja. Seid ihr fertig? Ja, aber es macht halt eigentlich keinen Sinn, nicht zu pushen. Oha, also dodgst du oder was? So ein kleines Push-Duell ein bisschen. Aber was? Du, Digga, du hast Morten als Coach. Guck mal, die Bestenliste global. Was so. Soll das jetzt heißen? Ja, SK Morten, Platz 1 global. Ja, jetzt hör mal kurz zu, Morten ist eine kranke Maschine, aber was soll er denn machen, wenn ich gegen jemand mit Dings 13er Account spiele und meine fucking Mitarbeiterin Level 9 ist? Dein Deck ist einfach so viel krasser als meins. Du bist nur ein Game hinter mir. Ja. Und das Game ist gefühlt, als würdest du gegen Platz 1 der Welt spielen müssen, gegen Morten. Oha, Chef Strobel, willst du also nicht? Also ich will schon, aber es macht dann eigentlich wenig Sinn. Ja, aber Chef, du schaffst es, wie geil ist das? Ey, was okay, wir machen ohne Subgifts. Es geht nur um Prestige und Ehre. Und um Mortens Ruf an der Stelle auch. Ich wechsle jetzt mal meinen Account. Ja? Und gucke einfach auf... Junge, ich habe Widerreiterin Level 9. Nachtext Level 9, ich weiß ich gar nicht. Ich hab Eismagie Level 9, der kann die Fledermäuse ins Glätte nicht töten. Ey, hör auf, ey, Junge. Hör auf, Mann. Du hast dein fucking E-Giant auf 10, die Mutterhexe auf 10 und ein Sparky auf 10. Du hast die zwei größten broken Karten schon mehr als normal. Aber ich bin auch, natürlich, der Strobel, du bist natürlich der bessere Spieler, muss man sagen. Hä? Auf deinem Main-Account. Das mal, ja, aber gut, trotzdem hast du die besseren Karten. Irgendwann ist bei Clash Royale nicht immer nur Skill, sondern auch einfach, was du für Kartenlevel hast. Also? Ja, also. Kein Push-Duell. Nur so ein bisschen. Wir gucken, wir sind jetzt gerade even. Du musst nur ein Game gewinnen, wir sind gleich. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt spielen will, wenn ich jetzt gerade davor die ganze Zeit gegen die größten Schwitzer gewonnen habe. Wenn ich jetzt schon wieder meinen Matchlog anschaue, gegen was ich facen musste, kotze ich schon wieder. Also, ja, bist du dabei? X-Bogen Level 13. Weniger kotzen, mehr zocken. Ich guck mir ein Match von dir an, wenn es mir gefällt, ja, wenn nicht, dann nicht. Nee, wenn schon, denn schon. Was, wenn schon, denn entweder schon? Entweder seid ihr drin oder ihr seid raus. Hä? Und ich vor allem, was war das für ein Guck, ey, morgen wenn der weiße Strobel, komm schon, sag ja. Und du meinst, ich spielen muss. Ich hab eigentlich grad, ich bin gerade so motiviert auf meinem Main, einfach auf 7000. Ich hab dich noch nie so ängstlich gesehen, Alter. Also? Rein. Ja, von mir aus. Okay, wir gehen rein. Wer höher kommt? Ja, wir pushen jetzt erstmal eine halbe Stunde und gucken, was geht, ja? Okay, wir gehen in verschiedene Channels. Der Chef Strobel lässt sich coachen von Platz 1 global Morten. Der ist ja wirklich ganz oben gerade. Das ist natürlich krass, aber Chef Strobel ist nicht so gut in Clash Royale. Das ist wieder geil. Mhm. Willst du dein Kartenlevel auch? Viel Erfolg. Viel Erfolg. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Wir kommen wieder rein, wenn Chef Strobel gebrochen ist. Junge, mach mich nicht die ganze Zeit nieder hier, was soll denn das? Hä, wieso denn? Ja, ich muss das jetzt so ein bisschen überzeugen. Platz 1 global heißt nicht gleich bester Coach, weißt du, was ich meine? Das ist was anderes. Du musst dich auch in den schlechteren Spieler hineinversetzen, das hast du über Jahre gelernt. Morten ist völlig überfordert mit Chef Strobel. Okay, geil. Also, wir liegen mit einem Win vorn. Mal gucken, wo wir in einer halben Stunde sind, wenn Chef Strobel richtig gebrochen ist. Ich gehe rein in den Kampf. Jetzt müssen wir aber auch echt liefern. Ja. Mhm. Geiles Deck. Hey, was macht der? Inita aus Novaweiner. Ich bin gespannt. Ich habe Sparky auf der Hand. Ja, kannst du ihn hinten setzen, würde ich sagen. Kann man den ranziehen? Ja, kannst du. Was? Ey, Max, du musst jetzt fokussieren. Ne? Wir müssen jetzt hier, mach gleich Livestream. Wir müssen das schwitzen jetzt. Ja, alles gut. Was hast du gesagt? Wir machen gleich? Mach mal den Livestream gleich an, damit ich. Ach so, Discord, ja. Kann, ja. War gut, ja? War gut, ja. Ja, war gut, okay. Halt wahrscheinlich Giant oder. Okay. Oh. Oh, sein Magier ist shit.
ist richtig, dann war gestern komplett. Oh, ich krieg schade. Den nicht an. Schade. Das war aber schon gigaschnell, ne? Ja. Link vorne. Der Schuh ist jetzt schon gebrochen. Ich werde diesmal ihm reinhören. Die 12er Packer ist natürlich ein bisschen hässlich. Das stimmt, ja. Gute Mutter Hexe, ja. Ja, die spawnen ein bisschen, let's go. Okay, da kannst du theoretisch jetzt, was hast du auf der Hand? Ja, genau, Sparky. Ich chill. Ich habe ja schon so viel Damage gemacht. Ja, let's go. Das sieht gut aus. Erste Runde sieht schon mal richtig saftig aus, Mann. Toll, das Park lebt noch, wie witzig. Der lebt immer noch. Double Sparky, das wollte ich gar nicht. Elbow. Wie zufrieden bist du mit meiner Leistung von 1 bis 10? Ich bin sehr zufrieden. Ja, ich auch. Ich auch. Ziemlich starke Leistung. Sehr, sehr gut. So ein geiles Deck. Wollen wir kurz Bescheid sagen, dass wir gewonnen haben? Mach. Okay, ich sag kurz Bescheid. Das war's mal wieder. Ich hab grad gewonnen. Okay, nice. Okay, bis gleich. Viel Glück. Good luck and have fun. Gar nichts mehr gesagt. Oh Gott, ist das gut. Ist das mein All-Time-Record? Nee, oder? Das wäre zu heftig. Könntest du eine Challenge anfangen, direkt mit einem Record um die Ecke kommen? Nee. All-Time 5269. Könnte jetzt mit einem Win drin sein. Ah, fuck, ich habe die Live-Übertragung vergessen. Egal, das mache ich jetzt noch. Mach das genau, perfekt. Bam. Im Game mache ich das einfach. Der Schuh ist so gebrochen, das ist geil. Wie konnte gerade ein Level 8er, ein Packer, Level 12 haben? Hast du was verpasst? Wie genervt der Strubel ist. Ja, das ist lustig. Wir können darüber lachen, aber ihr geht nicht rüber und beleidigt nicht, weil ihr werdet ja, dann gebannt, sowohl bei der Schule als auch bei mir. Ja. Boom. Eismagier hinten. Oh. Okay, Pekka, egal. Kriegst du hin. Okay, ich hab lange kein Spark. Die Mutterhexe hinten. Ja. Skeleton Army einsetzen, damit ich direkt einen Sparky bringen kann? Würde ich nicht machen, nee. Ja, wobei, ja, vielleicht doch. Ja. Boah, natürlich eine Mutterhexe. What? Nee, du war aber shit. Ah, der war auch shit. Spiel vorbei, ne? Okay, scheiße, wir müssen uns mal kurz konzentrieren hier. Das ist durch. Das ist wahrscheinlich durch, ja. Gehabt. Ist irgendwie noch gewinnen? Ah, chilliger Holzfäller, witzig, oder? Sehr witzig, auf jeden Fall, ja. Extrem witzig. Wie dumm ist das bitte? Er hat einen Packer. Und dann direkt die Mutterhexe. Und das Game ist... Ja, das ist nicht so nice. Boah, wir spielen echt gegen 100% Packer, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Also wirklich, oder 80% Packer-Games. Ja. Das
ist in der Tat eigentlich nicht so bad für dich, aber... Oh, Rettler, oh mein Gott. Erzähl doch mal. Aufhört zu spielen. Er hat ja gerade eine Ehre genommen. Was, erzähl doch mal, was ist das für ein Scheiß? Heilige Scheiße. Digga, jetzt bringt er wieder die Hexe. Ach. Was ist das für ein Deck? Das geht ja gar nicht schlimmer. Ist ja alles. Lightning Packer, Tornado. Ja. Hä? Ich habe 4 verschiedene Taktiken versucht. Der hat alles gelöscht. Ja. Gib auf, ja, müssen wir schneller. Ja, so ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Okay, egal, weiter geht's. Ich spür schon wieder Zap Lightning, kommt er direkt reingeballert hier. So lange gebraucht. Holzhörer davor. Alles ja. Magier und Zap bereit. Falls aus der Luft kommt, was Kleines. Oh, der Mini-Packer hat den Shot nicht rausbekommen. Let's go. Nice, 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 nice. Einfach Rage. Jetzt kannst du, ich würde erstmal warten. Der Gegner wird noch was machen. Ja, oh nice. Gott. Jetzt kannst du Skarmi reinspielen. Skarmi aggressiv. Aber sag mal, Digga, wieso hat der schon wieder Elektromagier? Ja, egal. Das ist einfach nur eine Karte. Echt? Die kannst du mit ihm gehen. Passt. Ich würde jetzt hier den Sparky hinsetzen. Nee, die habe ich noch nicht. Ich habe erstmal die Hexe. Ich meine die Mutterhexe, meine ich ja. Sorry. Mhm. Will ich doch verarschen, oder? Ja, der ist in der Tat. Ziemlich wild unterwegs. Wie unlucky das. Ach, come on. Wieder Mega-Ritter, Elektromagier, Inferno. Jedes Matchup. Ich setze einen E-Giant davor, ne? Ja. Kannst du Nado gleich bringen? Scheiße, ich hab's verkackt. Ja, ist richtig. Ich zieh erstmal weg, ne? Ich hätte den King gezogen, aber ja, kannst du wegziehen, passt. Er hat keinen Spell, das heißt, er hat keinen Freeze. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ist das schon mal gut? Jedes Matchup. Mega-Ritter? Gute Holzfäller. Oh, jetzt wird's interessant. Okay, kannst du auch wieder wegziehen? Ah, es wird trotzdem mit Scheiße. Muss ich noch selben. Nee, es wird trotzdem mit Wachs. Was? Oh, meine Fresse! Okay. Ich raste so aus! Auf die Seite konzentrieren. Mutter Hexe rechts. Mutter Hexe rechts hinten. Okay, na, Moment. Ist okay. Ich spiel dort einfach Skarmi, okay. Skarmi und. Muss halt noch was gegen diesen Heston Dragon da machen. Ja. Jetzt musst du, musst gleich E-Gen an der Brücke bei Full Elixir. Einfach E-Gen Brücke, wenn du hast. Ja, nee, E-Giant Brücke erst und dann Nado. Nado ihn so in die Mitte. Ja, nicht zu deinem anderen Turm am besten, aber. Ja, leider reicht es nicht von der Zeit her. Das reicht einfach nicht. Schwierig. Okay, egal, weiter geht's. Das ist aber trotzdem Shit, Mann. Wir dürfen nicht gegen Chef Strohl verlieren. Nee, auf keinen Fall, aber es ist trotzdem ärgerlich. Es ist trotzdem ärgerlich. Wieder Mega-Ritter, Inferno Dragon, Elektromagier, Ballon. Das, wie oft hatten wir das Matchup jetzt schon? Chef Strobel, wie läuft? Das ist verloren. Bis gleich. Good luck and have fun. Ich bin gerade kurz rübergegangen und ich habe nur gehört, ey, Digga, das ist verloren. Sau gut. Das pusht mich wieder, rein ins Game. Der Livestream bricht immer ab, wenn du rausgehst, ne? Deswegen musst du wieder anmachen. Echt jetzt? Oh Gott! Ja. Wie blöd. So, jetzt mal ein Sparky auf der Hand. Das kann er ruhig machen. Hä? Ach du Scheiße. Wenn er ein Zepp hat, ist vorbei, ne? Vorbei. Was findest du? Er hat mich nicht gemeist, muss ich sagen. Ich hab Dinge, die. Oh, was ist das für Hits? Ich dachte, der tankt das. Elite Barbaren auf 13 an die Brücke und Spiel vorbei. Wie findest du? Ja, finde ich nicht so nice, ehrlicherweise. Mal gucken, was wir jetzt machen hier. Erstmal rein, genau. Okay, was macht er jetzt? Ach du Scheiße. Skarmi gleich. Oh mein Gott. Zap und das Skarmi.
Gut. Ja, passt, reicht aus, reicht aus. Passt, alles gut. Ich spiele die Geister. Digga, der kann ja einfach one-shotten. Guck mal, alles tot, ne? Ja. Ja, wollen wir noch weiterspielen? Ja, ja, spiel bitte noch weiter. Sparky hinten. Toll. Was jetzt? Holzfäller davor? Ja. Darf ich. Wo darf ich ihn kotzen? Am besten nicht, okay. Alter. 100:0 gedreht, Junge, weil du scheiße bist, Max. Weil du einfach nur scheiße bist. Du bist ein Kotenascher, das wissen alle. 100:0 einfach gedreht. Und tschüss. Meine Türme können seine Skelettenarmee nicht töten. Was ist das? Was ist das für. Der verarscht mich doch, oder nicht? Ja, der hat absolut, der Typ hat. Hey, ich kann ihn nicht aufhalten, was sind denn das für Hits? Kannst du nicht, der Typ hat auch lieber mal einen First Pair auf der Hand, hat richtig Bock, dir ins Gesicht zu koten. Max, wir schmecken ja? 13 E-Bubs. Schnauze, Chef, du musst gehen. Du wolltest diese Challenge und siehst so kacke. Bei wie vielen Trophäen bist du jetzt? Warte mal. Wie viele Trophäen hast du? Jo, ich bin überholt. Bis wann, bis wie viele spielen wir überhaupt? Bis einer Rage quittet. Hä? Was ist das für eine Zeitangabe? Ja, bei dir also in 5 Minuten. Oder wenn jemand Platz 1 im Clan wird. Und das ist 5-2-6-6 muss man überholen. Wenn ich jetzt 2 Games miteinander gewinnen magst, bin ich der Gewinner. So. So, das ist die Regel, okay. Heißt eine Horde, okay, wild. Ja, das sind aber. Jetzt irgendwie noch nice, oder? Jetzt nicht so angreifen, ich jetzt angreife. Ja, ja, safe. Das war gut. Der hat 9 Elixier, der hat was. Er hat aufgegeben, Max, er hat aufgegeben, er liegt. Du hast einfach gewonnen. Kappa hat gar keinen Bock mehr. Der hat komplett die Hosen voll, Alter. Geil. Das war eine Ort, Digga, er setzt Hexe. Extrem Hexe nice. Und Minion-Horde ein. Die war sogar 13, ne? Ja. Warum haben so viele Leute so hohe Karten? Das war ein geiles Game. Das war richtig gut. Let's go. Ben the Gamer 1. So ein Scheißname. Ich hab nur eine Skeleton Army und ein Nado. Vielleicht kann ein Schweinereiter an die Brücke spielen. A-Giant hinten ist ein scheiß First Play, ne? Ja, ja, ganz toll. Also erstmal gar nichts machen. Erstmal warten. Skeleton Army Split, dann muss er was setzen und dann kommt der. Sparky. Nee, wenn überhaupt, dann Skelly Army in die Brücke. Das machen wir dann Sparky. Muss er setzen. Jetzt aber erstmal warten. Warten, ob er was spielt. Mhm. Okay, Pfeile. Ja, dann. Ja, jetzt Sparky hinten. Nehmt mal selbst der Turm. Oh, wenn ich jetzt aber kein Set mehr gegen. Nee, du? Ja, okay, let's go. Jetzt ist er wieder, jetzt wird er was machen. Oh mein Gott, Digga, was ist das denn? Er ist auch so ein Knecht schon wieder. What the fuck? Holst du da davor? Ja. Du kannst Mega Ritter, das Spiel vorbei. Magie Level 12. Egal, das flasht, oder? Ja. Nice. Geht noch fit. Du kannst noch gewinnen, definitiv. Pfeil und Magier raus. Das ist der richtige Move. Ja, okay, jetzt den eigenen. Passt. Ja, wäre, war okay. Oh, guter Sepp, guter Sepp. Alter, guter Sepp, let's go. Das war stark. Oh mein Gott. Gut reagiert. Ich weiß, er hat Pfeil und Magier raus und macht einfach Skeleton Army an die Brücke mit Sepp und hab seinen Turm. War das nicht richtig, richtig, richtig geil? Das war stark, ja. Ja, meine ich doch. Tornado. Ich wäre jetzt nicht auf die 3 gegangen, aber gut. Oh, Loon, da hast du Eismagier, genau.
gute Nado. Okay, du kannst gewinnen, definitiv. Jetzt E-Giant da rein. Kriegst du noch davor. Okay. Ja, gut. Ja, Zeddy. Oh mein Gott, du hast gewonnen, Max, glaube ich. Er hat nur Holzfäller jetzt. Ja, ja, das ist der Hit, Junge. Let's go, Max. Digga, das Game war doch krank, oder? Wahnsinn. Das war doch ein krankes Game. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark gemacht. Alter! Was? Let's go. Wir müssen kurz runtergehen. Auch wenn der Stream abbricht, das muss sein. Die Mitte. Ja. Das ist meine letzte Karte, okay. Glaube ich. Ja, es ist aber noch okay. Vierer Winning Streak. Okay. Also nicht. Stimmt das, Chat? Das glaube ich nicht, dass ein Vierer Winning Streak ist. Ach, stimmt. Echt jetzt? Ja. Das ist echt okay. Ja, Morten sagt, gegen was für Decks ich spiele. Ich habe gerade gegen Pekka Mega-Ritter gespielt. Ja, immer. Ich immer. Pekka Mega-Ritter und Giant Skeleton. Das war sympathisch. Der spielt Golemischer Strobel. Okay. 12er Golem. 12er Golemischer Strobel. Jetzt geht's los. Du musst dir All-In gehen. Ja, ich schau gerade mal zu, Bixby, damit wir den Trash schauen können, wenn er verliert. Ja, das ist der All-In-Move. Das ist der All-In-Move. Ja, du musst All-In gehen. Du musst alles. Du kriegst das niemals verteidigt, Mann. Es ist der All-In-Move. Chat. Geh komplett All-In. Den Spam einfach alles rein. Ramrider Ring, komm. Selbst Lumberjack, sobald du hast, auf dem Freeform. Schon dabei. Bin ich schon dabei. Naja. Tu's, Junge. Oh. Na, ja, Nado. Ja, ist egal. Was macht Nado? Hey, wie dumm ist er denn? Ja, dann geht er weiter. Wie dumm ist er denn? Ja, Chef Strobel, du bist disqualifiziert. Mr. Miyagi hat mich gewinnen lassen, weil er einfach mein Karate akzeptiert hat. Du bist der beste Spieler der Welt. Wie viel hast du jetzt, Chef Strobel? Ich hab 5215 und du? 5224, learn to play. Das glaube ich nicht. Alter, hat er echt, oder? Ja. Ja, echt. Shit. Ja, weil du auch so ein Broken Deck spielst. Ja, deswegen liegt das hin. Ja, Mann, im 10. Okay, jetzt gegen Aragorn. Aragorn? Wo kennt man den nochmal? Aragorn? Ich guck noch ein Game bei Chef Strobel zu, weil... Ja. Ich glaube, wir würden diesen Game brechen, aber muss ja auch nicht sein. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Wir gucken mal. Ja. Chef Strobel, wenn du gewinnst, bist du vor mir. Mach Nachtexit. Ja, Level 11, ich fasse es gerade nicht. Ja, das ist immer richtig geil. Ich glaube, den Typ habe ich auch schon vor ein paar Tagen gespielt. Will Chef so aggressiv machen? Der ist richtig abgefuckt. Hoffentlich geht der Minipacker kein Hit durch. Macht Big Hit. Oh, das ist ein Hit. Ich muss vorne gleich den Dings spielen. Ja, musst du. Hat der Safe auch mega auf 12 oder so? Oh nein, ein Ballon. Rambar? Okay. Oh. Ballon entfernt. Ich nehme es im Falke. Kannst du da hinziehen? Einfach gefühlt ein King Tower. Ich schreib Ups, der ist ja richtig nice. Du hast einen 10er E-Wiz? Hä? Was willst du von mir? Was willst du denn? Der ist so heftig. Tja, du hast Mutterhexe auf 10 und ein fucking Sparky. Lass durch. Ja. Er hat noch eine Karte übrig, könnte alles sein. Könnte ein Pack auf 13 sein, könnte auch mehrere drauf sein. Das könnte einfach wirklich alles sein. Ich kotze, Alter. Geil. Ah, das ist der, gegen den ich gerade gespielt habe. Ist das was? Ja, den haben wir gespielt. Da war ich doch auch dran. Der kontert mich doch so heftig. Was ist deine letzte Karte? Stimmt. Ich weiß wirklich nicht mehr. Mega-Ritter? Kann das sein? Ich glaube Mega-Ritter oder Pekka oder so. Ja, irgendwas Großes war das. Sehr aber das Wichtigste nice. Jetzt, dass du einen Ballon verteidigt bekommst. Hast du irgendwas? Alter, fuck! Kannst dich anders verteidigen. Der Turm ist down. Ja. Es geht nicht. Ich kann sie anders verteidigen. Dieses Game ist zu krank. Egal, comeback jetzt. Jetzt comeback. Es geht nicht zu comebacken. Comeback. Turm ist down. Das ist unmöglich, Mann. Ein Comeback jetzt vielleicht. Das wäre so geil, wenn du jetzt noch ein Comeback schaffst. Ein Nachteil dahinter. Der wird gleich so einen Ballon einsetzen, Leute. Der wird gleich so heftig einen Ballon einsetzen. Ja. Ja, wusste ich, Mega-Retter. Er kontert mich so heftig. Heftiger, what the fuck? Oh, ich warte hier noch, um diese Challenge Road spielen. Ist ey, ich hab gegen den gleichen gespielt, da kannst du nichts sagen. Oh Gott, ist das schlimm. Aber jetzt vielleicht noch Comeback. Na, Junge, es ist
Das ist also. Wenn ihr gegen mich Mega Ritter spielt mit Ramble, dann ist eh schon fast Feierabend. Ist die weiße Fahne. Ja, Gegner ist freudig. Ah, scheiße. Ich gehe auch ins nächste Game rein. Good luck and have fun. Mhm. Betonung auf have fun. Bis gleich. Was ist? Wenn ich im Strudel werde, ich wäre schon so lange so sauer auf dich. Ja, klar. Ja, klar. Nein. Let's go. Der Strudel hat flawless verloren. Der hat keinen Schaden gemacht. Ist richtig. Kein Schaden, ist gut. Das macht ihn richtig fertig. Super gebrochen. So hat sich völlig gesagt, und jetzt Comeback. Wir gehen rein, ne? Wenn du magst, kannst du es machen, ja. Bisschen Schaden bekommst du so oder so. Mega Ritter kommt, okay. Ja, wird auf jeden Fall noch Damage werden. Aber du musst den Lachs noch verteidigen. Ja. Oh, schade. Hätte ich gefühlt. Ja, hätte ich auch gefühlt. Und jetzt? Jetzt wird es interessant. Jetzt würde ich sagen, du lässt den Holzfäller davor durchlaufen, jetzt Skami. Hab ich selbst. Egal. Ja, dann, nee, lass mal lieber. Der wird noch Skami setzen. Und jetzt chillt das. Jetzt chillt alles. Jetzt kannst du genau erstmal hier reinspielen. Also, der Typ hat schon wieder irgendwie. Was denn? Ja, ich weiß nicht, der hat irgendwie gute Karten gegen dich so ein bisschen auch. Megaretter Hexe. Bin schon wieder verliebt. Ich muss die Scheißdinger selben, sonst muss ich den Kakturm. Wie sauer macht mich das? Ist das normal, dass ich so sauer bin? Kann schon sein, ne? Einen guten Nadel kann ich alles reißen. Ach der, okay, so läuft das hier also. Oh mein Gott. Wie stark war das? Cool von mir, oder? So gut, ja. Jetzt push über die linke. Das ist noch ein dicker Hit. Das sieht sehr, sehr gut aus für dich. Krieg ich irgendwie einen Backdoor hin? Nee, ne? Nein. Also du hast keine Einheit dafür. Der hat Skami, der hat Eismagier, der Dritter. Der blockt alles. Stimmt. Jetzt kannst du Nado spielen. Schon. Damit, ich hätte ein bisschen früher schon gespielt. Jetzt Nado. Doppelte Sparky. Oh, er hat dich mal getroffen mit dem Feuer, aber let's go. Das war so ein geiles Game. Saubere Runde. Let's go. So ein geiles Game. Ja. Oh mein Gott, 33 Trophäen, wir gehen rüber. Feuer gegen Hawk. Ja, geil. Holy shit, 33 Trophäen. Glückwunsch. Danke. 4 Trophäen sind mein All-Time-Record. Wir gehen wieder hoch. Good luck and have fun. Have fun. Ich muss mal ganz kurz der Schrull ins Gesicht gucken. Ich muss seinen Stream öffnen. Das ist ja das Geilste, Alter. Wo ist der Strubel? Ich muss einfach nur meine ganzen Follow-Liste jemanden suchen, der richtig sauer ist. Er ist ehrlich nicht so ganz amused. Ich
Guck mal ganz kurz, mach mal hier ganz kurz Szene, Bildschirm auf einmal Mitte. Ja. Komm mal hin noch, let's go. Ich will mal was gesagt. Aber Holz wäre so schnell gegen Schweinereiter, oder? Lass kurz deinen Stream gucken. Ja, das ist sowieso Tornado und Mega. Okay. Okay. Soll ich hinten Emo-Set spielen? Ja, oder? Wir gucken, wie sauer er wird. Ja, mach. Okay, hast du was? Der Krieg hier, Junge. Der Hit schmeckt. Ja, du musst Megaretter eigentlich nach hinten machen. Der Hit war Arsch. Der Hit war anders. Bin dabei. Ich muss da Pfeil drauf spielen, oder? Nee, doch nicht. Nein. Wenn das Inferno-Turm hat, musst du jetzt irgendwie. Hoffentlich hat er was irgendwas Inferno-mäßiges. Oh no! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will rüber. Das macht die Widerreiterin da. Die hat gar keinen Bock. Die verweigert einfach alles. Also, es läuft in seinem Game wirklich alles schief. Ja, es läuft gerade alles scheiße. Und er tut mir auch leid. Der schmeckt jetzt aber der Mega-Ritter. Der ist geil, der ist extrem geil. Das wird so ein gekaufter Hocket, guck hin. Bringt nix. Außerhalb der Range gehen. Der Evo-Set hat den Elektro. Es bringt gar nichts. Nachtex hin. Dann gleich Lamba. Und dann musst du mit Ram pushen. Junge, wie konzentriert du bist. Du bist konzentriert als in deinen eigenen Games. Selten jemand gesehen, der so atmet. Ich höre es leider nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ich dachte ehrlich, dass dein Ding eigentlich kommt. Ja, klar, das ist die nächste Woche. Der kommt echt durch, das macht ihn so sauer. Genau. Ja, MP. Ich bin jetzt so nicht auf Expert. Kein Hit diesmal. Sehr gut. Jetzt schafft das vielleicht. Oh mein Gott! Oh, er hat gewonnen. Er hat's gemacht. Ich muss auch sagen, weil die so. Chef, wir haben gerade dein Game geschaut. Mhm. War stark. War okay, glaube ich. Ja, war okay. So, wie viele Trophäen habt ihr jetzt? 5-2. Ich habe 5257, das ist fast das Doppelte. Achso. Das Doppelte, das bessere Deck einfach. Oha. Warte aus. Dein Code ist auch doppelt so hoch wie meiner. Möchtest du mal bitte kurz. Ich mach doch gar keinen Sinn. Wie kann man doppelt sagen? Ist das doch, ne? Okay, alright. Tschüss, Ruby, good luck and have fun, bis gleich. Mhm. Auch rein. Der redet schon gar nicht mehr. Das ist so geil, Alter. Modus. Warum macht Clash Royale mit Tschüss, Ruby so viel Spaß? Ich will nicht so gebrochen hier rausgehen einfach. Der ist gleich einfach auf. Geil. Hey, jetzt müssen wir aber performen. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich mein All-Time Trophy Record of all time. Lass den frei sogar gehen. Chillig. Lass die 7 machen. Lass Morten überholen. Was kann Myrtus? Oh, der Hype Train ist da. Fantastisch. So, dann nutzt eure Twitch Primes auch gerne bei Big Spin, Leute. Ihr kriegt Emotes, schon mal super viele. So, dann seid ihr von Werbung befreit. Ihr kriegt gar keine Werbung mehr. Ihr seid im Subchat, vom Slow-Mode befreit. Ihr unterstützt den Streamer. Im Hype-Chain schaltet ihr noch weitere Emotes frei für immer. Einziger Nachteil. Feuer auf den Turm. Ihr habt es gesehen, wir warten. Ah, da kommen sie schon. Ja, das ist gut. Unterstützt die Streamer, Leute. Eure Twitch Primes sind ready. Die gehen nicht automatisch. Hä? Ja, was denn? Oh, ja, das ist ein bisschen 13er. Hoch. Ja, das ist hoch. Du sagst auch noch, was denn? Der ist voll bei Level 13. Rollst du da rein? Nö, ist Gami, oder? Ja, von mir aus. Aber wenn du jetzt einen Mini-Packer hast, bist du am Arsch. Oh, Same. Ich spiel den Sparky hinten.
Boah, das alles 13, Mann, bin ich sauer oder was ist das? Das ist das Game, wenn ich das gewinne, habe ich Trophäenrekord. Ja. Und jetzt kann ich hier noch nicht mal den Typen irgendwie. Hast du den Magier gesehen? Ja. Fireball. Und es ist einfach jedes Mal wie so ein scheiß Packer-Hit. Fireball. Und alles ist tot. Hä, das verstehe ich nicht. Kann ich den aufhalten? Holzfäller und Eismagier, let's go. Ein Hit. Zwei Hits. Drei aber nicht. Okay, zwei Hits. E-Giant davor. Ja. Ja, jetzt kannst du versuchen, mit dem Nado da reinzumachen. Ja, die Truppen sind ein bisschen strong. Von ihm. Oh, wobei, das ist guter Damage gewesen. Alter, du hast fast deinen Turm. Holy shit, guter Damage. Ich weiß, weil der Eismagier so geil geslowt hat. Ja. Da kann ich meinen. Doch, der Hort, Junge. Strong! Let's go. Ja, bringt mir nichts. Schade. Nee, das reicht von der Zeit nicht. Bitter. Bitter! Alter. Wie kann der alles Level 13 haben? Hawk Rider. Der hatte auch 13er Musketieren und Valkyrie und Magier und Feuerball. Hawk Rider. Wie viele Trophäen hast du, Schwanz? 5230. Du? Immer noch mehr als du. Ich kann gar nicht unter dich droppen, weil du so schlecht Clash Royale spielst. Ich spiel gerade echt gut. Ich spiel Giant Scan Limit 12, okay? Ja, das verloren. Hm. Endlich mal ein Thema, Alter, angenehm. E-Giant davor. Komm wieder runter, Chef. Ja, also. Ja, safe, jetzt rein. Boah, schöne Pfeile. Chef, Ruby, raus hier! Warte kurz. Raus hier, Junge! Oh. Oh, nicht so gute Nade, weil der Ibis überlebt hat. Wach, Digga! Was soll das denn? Hä, ist vorbei, ne? Ja, das war nicht so gut. Hä, wie scheiße, ich dachte, ich zieh ihn raus! Ja, ne. Ich bin so aggressiv auf den E-Wizard, ne? Ich bin wirklich zu aggressiv, leider. Ich glaube, ich kann nicht so gut spielen, wenn ich so aggressiv bin. Weil jeder, ja, jeder hat einen E-Wizard. Wieso ist der Meta? Packer, Mega-Ritter, Inferno-Dragon. Ja, Mega-Ritter, dann war ich gerade gesagt. Eine starke Karte ist leider. Und deswegen spielen die. Wir haben noch nicht einmal gegen Sparky gespielt. Ja, das stimmt. Aber deswegen spielt ja auch keiner Sparky, weil jeder E-Wizard hat. Also, Sparky ist halt eine Karte, die super viel Sinn macht in den richtigen Händen, aber für die Kombi auch nicht richtig. Und dann kacken sie ab gegen Ibis. Egal, mach's weiter. Kriegen wir hin. Let's go. Slapitka. Oh, ich sag, ich will jetzt dir echt nicht Falsches sagen, ne? Aber der Typ hört sich für mich so an, als ob da gleich First Level 13er E-Bubs kommen an der Brücke. Ja. Er hat auch so doll den Pass und ist damit am Flexen. Ja, ja, der hat 13 E-Buffs an der Brücke gleich. Es tut mir leid, das zu sagen, aber. Mutter hinten, ja? Ja, mach mal. Ja, 12er Ritter. Okay. Die Giant davor? Könntest du machen. Nee. Also jetzt nicht mehr, logischerweise. Okay. Holzfäller ist gut, genau. Ah, chillig, Sparky. Skami rechts und dann Nado, aber. Oder Sepp und Nado, du brauchst. Was? Okay. Ich hätte den Hawker dann King Nado. Ich hätte echt? Den Hawker King Nado, ja, safe. Du hättest einfach aber Skami rechts spielen müssen, dann die Sepp, den Sepp auf die Bats und dann den Nado an King, dann hättest du kaum Schaden kassiert. Ich krieg nichts mehr davor, ich raste richtig heftig aus, ne? Das ist das Problem bei mir. Wenn er jetzt E-Wizard hat, bin ich auf K. Er hat einen Ritter.
Gott. Du kannst nicht gegen Steph Strobe verlieren, das funktioniert nicht. Ja, aber was sind das auch für Level, wenn der den jetzt one-shottet? Oh mein Gott. Ja, klar. Ja, jetzt kannst du den Dings mal davor bringen. Okay, auch gut, auch gut. Das ist chilliger. Okay, den Skami. Auch gut. Red Bats. Hacker, okay. Er hat immerhin nur einen selbst Reset. Oh. Er hat mal das Geld in Army gesetzt. Ja, ja. Digga, er hat Schweinereiter, Packer, Prinz und alles Max, ne? Backe hinten. Und dann kannst du einen guten Sepp gleich setzen. Ja, das ist nicht so gut. Okay, Max, du musst den Fokus jetzt wieder bekommen. Das kriegst du hin. Das Game? Ja, ja, das Game nicht, aber die anderen. Ja, ja. Das ist doch Schwachsinn. Wir wollen, wie du recht hattest. Du hast gesagt, 13er Eberhard an die Brücke, aber das war ja noch schlimmer. Hast du es in der Tat? Das ist schlimmer. Der hat Packer Prinz. Packer Prinz! Ja. Let's go. Chat, wie läuft's bei Chef Strubel? Der ist über dir gerade, der ist über dir. Kann gar nicht sein, die Games gegen so welche Leute kann er gar nicht gewinnen. Ja, hat gerade ein bisschen Glück, aber. Jetzt gewinnst du. Jose Sitofe 01, ach Junge. Oh Gott. Oh Gott, 13, ey, das war's, ne? Nein. Alles gut. Aber alles 13, wir haben noch immer gegen 11er gespielt. Jetzt sind wir 40 Trophäen höher. Der Wind hat sich ein bisschen gedreht. Jetzt spielst du den Sparky noch? Den doch. Einfach. Ja, okay, kannst du auch machen. Hast halt Kaxak gegen den Magier jetzt rein. Außer du spielst da vorne E-Giant, was wiederum auch sehr riskant wäre. Das ist, machen wir aber. Okay. Das ist der Weg. Oh, die stirbt einfach weg, Digga. Ich kotz. Was? Woran denn? An der Hexe. Ja, das hat der Weg geholfen. Jetzt wird's schwierig. Jetzt ist nur das, was ich meinte. Du musst seine Holzfäller abschneiden, lass den Baby den. Ja, das war gut an sich, aber es bringt dir nichts. Es sind, Digga, Level 8. Level 8, die machen keinen Schaden. Level 8 gegen Level 12. Ich hab die ganze Zeit gegen Max gespielt. Wir sind doch nur bei 5-2. Ja. Wenn du am Anfang der Season bist, spielst du nur gegen hohes Level. Dauerhaft. Ja? Jetzt sind wir viel weiter in der Season. Wir sind immer noch bei gleich vielen Trophäen, wo wir gegen Level 10er und 11er gespielt haben und spielen nur noch gegen 13. Das macht doch keinen Sinn. Wir sind später in der Season. Ehrlicherweise hättest du das auch anders spielen müssen. Du hättest den Sparky setzen müssen durch den Eismagier. Du hast komplett diesen Magier gefeedet, dann kam so eine Hexe, hat dein Dings gewonnen, weil du halt den E-Giant setzen musstest und ab da war vorbei, weil er hat Mega-Ritter. Du musst die Day trotzdem, E-Giant zu trotzdem. Spielen. Von Level 10 auf 13 ist ein bisschen ist zu abrupt. Das, ja, ist zu, das war zu schnell. Wo waren die 12er? Wo waren die 11er? Wenn wir direkt. Ja, für dich. Nur die Hexe. Turm ist fast down. E-Giant davor. E-Giant davor bringen, genau. Nee, du, wenn du Bock hast. Oh Gott, Hilfe! Der Hunter wäre down und der Mega-Ritter und alles wäre tot und jetzt ist das nicht passiert. Oh mein Gott! Und ein 12er Loon, das ist doch. Was ist los? Wie ekelhaft! Ja. Schmeckt ehrlich nicht. Das ist nicht Freeze. Wieder Freeze. Wieder Mega-Ritter Freeze. Ja, aber immerhin hast du jetzt ein bisschen XP wieder. Ja, musst du auf beide Seiten deften. Weil du kannst theoretisch noch versuchen, auf seine 3 zu gehen. Wo denn? Ja. Du darfst die Hoffnung nie aufgeben. Die können auch noch AFK gehen. Hey, der macht doch da einfach Ballon Freeze. Also, wie soll ich das dann aufhalten? Ja, vielleicht hat er ein Disconnect vorher. Let's go.
Okay. Agent davor. Der wird noch Mega-Ritter rein. Oh, Skami. Okay, hast du Zap? Ja, gut. Den Turm hast du. Ja, der Moment. Ja, doch. Okay. Eismagier und dann Holzfäller. Und dann ja, am besten so ist er erst. Ja, okay. Das Freeze, was soll man das verteidigen? Holy shit. Okay, krass. Ja, der Gegner hat, aber nur noch. Gutes Deck. Das ist doch komisch, das ist doch komisch, oder? Ja, der Stroh fliegt, glaube ich, auch auf die Schnauze. Gerade, oder? Ja, der ist jetzt noch über dir, aber... wird sich, glaube ich, ändern. Trotzdem komisch. Und mein Holzfäller, meine geilste Karte. Packerbrücke. Nice. Ja, warte kurz, bis er ihn eventuell selbst setzt. Jetzt, oh mein Gott, genau deswegen. Du hast jetzt gefühlt gewonnen. Wie soll ich machen? Einfach warten. Ihr habt Evil Elixir, du hast einen 6 Elixir Sparky auf dem Feld. Der Typ muss die Scheiße erst noch deffen. Das kriegt er nicht hin, er hat keinen Dark Prince. Außer mit Ebus, dann kann er das bekommen, aber selbst dann 4 Elixir kannst du. Okay, nice, das ist gut für dich. Kite ihn mit Agent. Nach links. Lässt du durchlaufen. Dann spielst du eine Eismagie hinten. Und dann noch ein Holzfäller rein. Aber bevor er springt, jetzt. Genau. Ja, nachdem der Slow kommt, aber bevor er springt. Weil jetzt hast du die Gefahr, dass der Mage noch an der Brücke, genau. Wird denselben? Nein. Lass durchlaufen. Er hat Full. Sparky links. Ja. Er hat wieder Packer Mega-Ritter. Das möchte ich nochmal ganz kurz hervorheben, ne? Ja. Er liegt. Ich spiel mal Skami rechts. Der Typ ist AFK. Dann kannst du gleich Agent Knick setzen und dann hast du gewonnen. Nice, wie wir den Moment. Let's go. Er ist einfach auf Karl gegangen. Oh mein Gott. Wäre aber auch wieder scheiße gewesen. Ey, die Meta ist hier echt abgefuckt hier oben. Kann man dagegen überhaupt einen Konter bauen? Nee, ne? Wird schwer. Ist eine richtig dreckige Meta. Jeder spielt gefühlt Packer Mega-Ritter. Da ist Sparky nicht so nice und E-Giant, natürlich, ne? Wenn du jede zweite Gang gegen Packer, überlevelten Packer. Dass meiner Chip Damage steckt, macht hier gar keinen Sinn, ne? Ja, nee. Gar nicht? Nee, das brauchst du nicht versuchen. Das wird nichts. Und irgendwie, weil wir so oft gegen das gleiche spielen, irgendwie was austauschen, irgendwas? Nee, das Deck ist wirklich gut so. Das kriegst du hin. Das kannst du echt schaffen. Irgendwie. Mutterhexe tauschen noch gegen einen Grabstein oder sowas? Nee. Grabstein. Ey, du hast einen Grabstein-Fetisch. Du hängst an der Karte dran von Anfang an. Die ist trash. Gut. Was nun? Ich hab nur ein. Und dann kannst du Holzfäller. Kannst auch Holzfäller Brücke bringen jetzt? Ich hab keine Skeleton Army, na gut. Dann hat er einen Schweinereiter? Nee, ich glaube nicht. Also, er hat noch keine Win Condition gezeigt. Sparky hinten. Was hat der Kollege noch? Oh, okay. Da hast du Nado, Eismagier Nado. Oder du kannst ihn einfach nur so ran Nado. Nado ihn einfach nur an King. So, ne?
Ja. Jetzt hast du ja keine Elixier, um da mal noch was vorzubringen. Okay. Oh, was hat er denn? Holz noch? Er hat das wenig ist ärgerlich. Elixier, er hat wenig Elixier. Du kannst jetzt Mutterhexe hinten rechts und dann E-Giant gleich davor. Oder Sparky. 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 Genau, Sparky jetzt. Und dann bringen wir E-Giant. Ich hätte jetzt Sparky ein bisschen weiter nach vorne gespielt, aber ist okay. E-Giant. Genau, perfekt. Der Tesla, okay. Und jetzt Nado spielst und die Magel. Okay. Schön. Was soll ich da machen? Sei mal ganz ehrlich, was soll ich da machen? Ja, das ist doch ich Holzfäller Ballon Rage. So überlevel. Ich habe Türme auf 8 gegen Ballons 11, 12, 13. Das sind bis zu 5 Level Unterschiede. Aber egal, Chef ist nicht weiter entfernt. Ja, aber das war so perfekt alles. Nice. Flawless Activation. Was? Achso, ja. Flawless aktiviert, ja. Scheiße, Egos. Sparky hinten, du hast gewonnen, basically. So ein scheiß Egos. Ja. Ich habe aber keinen E-Giant leider. Egal, der wird dir noch Value bieten. Biete noch die, spiel noch den, wie heißt das, den, die Mutterhexe rein. Ja, das sind so viele Skelette, die stirbt's, aber egal, passt. Boah, jetzt wird's wild. Noch ein Holzfäller davor wieder. Ja, kannst du machen. Schade. Oh, schade. Das ist übel, der Turm. Ja. Turm ist down, let's go. Richtig. Es Magier oder Skami? Gut. Sparky rechts oder links? Rechts wegen Eismagier. Rechts, ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, das ist ein easy win. Das ist ein ziemlich gutes Matchup für dich und er hat auch richtig reingeschissen am Anfang. Das war's, du hast gewonnen. Let's go. Sauber. Sehr, sehr stark. So ruhig, du bist im Tunnel. Ich bin ultra im Tunnel, scheiße. Kannst du mich hier rausholen? 14 Sekunden noch. Hast du mit dem E-Giant gerade die Prinzessin abgefangen? Ja. Junge, ist mit dir. Klar, das muss ich machen. Modus. Ich war im Modus. Alter, ich mach, dafür aktiviere ich meinen scheiß Chat und spamme mit scheiß Hühnern zu. Ich bin grad übel toxic und viel zu konzentriert. Wir müssen Chefstruhe wieder Trash talken. Geht mir hart auf den Sack. Chat hat geschrieben, ihr habt euch verstritten, stimmt das? Hä? Ach so. Junge, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Hier wird's gerade richtig intens. Good luck at the Fahrfahren. Ja, ist ehrlich intens. Aber Chef Strohl verliert die Brückenfight, er weiß nur noch nicht. Echt?
Scheiße, ich will gucken. Ist in-game? Nee, ich will bei ihm zuschauen. Okay, ja, verloren. Verliert er? Kann er nicht mehr. Lass dann gleich rübergehen in den übel Trash-Talken. Ja, und ja, King, glaube ich, das geht nicht. Oh, wir werden höher als Max auf jeden Fall mit seinem Deck. Max Deck ist halt. Du kannst mit Ram Riderin auf dieser Trophäen-Range nicht spielen. Es geht nicht. Ja. Ich überlege auch gerade ganz hart, einfach Lava-Hund zu spielen, aber es bringt eigentlich auch nichts. Ja, du hast halt keine guten Support-Karten mit Lava-Hund, ne? Scheiße, überleg, was macht ihr nur? Ich überlege, ich kann mit Ram Riderin nicht climben, Max. Das ist unmöglich. Jeder. Ich habe jetzt. Warte mal ganz kurz. Mega-Ritter mit 13 Satz. 1, 2, 3. Die letzten drei Matches waren alle mit Mega-Ritter. Ich kann die nicht gewinnen. Es ist unmachbar mit einer Ram Riderin Level 9. Das geht nicht. Unmachbar. Wenn das meine Win-Condition ist. Bixel, wie sind unsere Matchups? Sag's ihm. Was? Ach, du hast deine Win-Condition wird aber nicht von einem fucking MK gecountert. Das ist Spark hat gerade eine 1 gegen 1 gegen Magier Level 13 verloren. Meine hatte Dings Mega-Ritter Level 13, sag's ihm. Meine auch. Mega-Ritter Level 13 und Ballon Level 13, Packer Level 13. Junge, da kann Sparky nichts machen. Du musst aber auch dein Deck vergleichen mit Schestrobels Deck, Max. Das ist richtig. Aber ich wünschte, ich hätte irgendwie sowas wie eine Widerreiterin oder irgendeinen Hawk, womit man ein bisschen was machen kann. Weil der Sparky, der taugt nichts, der macht nichts. Das fuckt mich halt gerade echt ab. Ein Ritter gewinnt einfach ein 1 gegen 1 gegen Sparky. Alles Level 13 und 12. Und jeder hat einen E-Wiz und einen Lightning und einen Zap. Ja, Mann. Du kannst ja gerne mit Chef Ramrider gegen den Sparky tauschen. Oh Mann, ey. Sauer, hallo? So, Schatro, wie weit bist du? Keine Ahnung, 5-1 irgendwas. Okay, wir gehen wieder rein ins Game. Good luck and have fun. Ja, du auch. Oh, wir haben ihn gleich. Der ist schon gut durch. Ja. Der ist schon gut angeknackst, gleich ist er völlig gebrochen. Los, Alter. Ist so geil, Alter. Du kannst es aber, ich muss dir lassen, du kannst es verdammt gut. Du bist ja irgendwie Profi darin, aber das ist eine lange Erfahrung. Der Strobe kann sich auch extrem gut sauer werden. Das ist auch, der Strobe sehr dankbar natürlich. Ja, das stimmt. Da ist der Strobe-Profi drin. Okay. Da muss er was setzen und dann bringe ich einen Sparky. Ja. Sieh schon mal raus. Der meine Skelette kann seine Skelette. Hä? Nee. Hä? Was jetzt? Was jetzt? E-Giant davor? Jetzt du, nee, lass durchlaufen. Lass einfach durchlaufen. Das Park macht mit. Wenn er protect, dann ist er dumm. Dann spielt Mutterhexe jetzt hinten. Nee, Mutterhexe spielt gleich wieder, wenn er wieder Skelett ersetzt. Oh, come on. Jetzt. Ey, du hast doch easy. Holst du wieder rein, bevor er jumpt? Ja, nicht. Also, ja, so ein bisschen den auch laufen lassen. Das habe ich. Die Flair mache ich oft, ne? Ja. E-Giant davor? Feuerwelle will neu, wie geil. Ja. Jetzt hat er eigentlich nichts. Ja. Muss ich jetzt fies machen? Pfeile sind raus. Ja. Was ja. Ja, du hast gewonnen. Deswegen, du panikst oft beim Inferno-Turm, aber das ist gar nicht notwendig. Mhm. Nee, panik nicht. Ich töte halt nur mega heftig und bin extrem aggressiv und sauer. Und raste aus. Ja, das ist easy. Das ist besser als der Typ. Ja, genau. E-Giant Knick. Erst die, dann der E-Giant. Ja, okay. Oh. Ja, der E-Giant, der hättest du hier auch zuerst spielen können, weil der hätte ja eh den Inferno-Turm gestunt. Weil der ja so nah dran war direkt. Deswegen hättest du die Skarmi da noch ein bisschen für Pressure aufheben können und
einfach dahinter spielen können. Das wäre fein gewesen. Lass ich durchlaufen, weil ich will hier noch einen fucking Turm. Das ist gerade genäht, tut. Ja. Okay. Ja, der Junge kann sich das leisten. Let's go. Ich wollte echt einen Freecon irgendwie haben. Und du hast ihn auch. Und ich hab ihn auch! Sauber. Geiles Game, geiles Game, let's geiles go. Game. Sehr schön. Sehr. Geiles Game, Mann. Geh rein, geh rein, Lamba. Ah, bitte. Oh, Junge. Ich kann nichts machen. Es ist unglaublich, dieses Matchup. Ja, okay. Ich bin für der größte Hans Franz. Mach rechts, Lamba, Jack an die Brücke. Spam alles rechts rein. Nein, okay. Ich mach jetzt den hier. Das muss klappen. Elektromagier. Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Dieser Elektromagier Level 11. Er kackt mich voll. Es ist... Ey, er spielt so bad, ne? Er spielt so bad, aber es ist so krank. Ey, ich hab... Es ist so krank. Ich schwöre. Es ist hier der Leid. Nein, ich bin einfach krank, Schwöre. Es ist so krank. Der hat so bad gespielt. Ey, ich denke die ganze Zeit, ich hab Pech, aber du hast einfach auch Lightning Packer E-Wizard. Ey, ohne Witz, entweder, ey, sag mal Morten, sei mal ehrlich, entweder spiel gegen Packer oder spiel gegen Megaritter oder gegen Packer-Megaritter zusammen. Ja! Es gibt keine anderen Decks auf der Welt. Das Problem ist halt, dass die Gegner auch alle hart scheiße sind, Digga. Ey, Junge, du hast ja dabei. Hey, Digga, wir müssen den Deck dagegen bauen. Wir spielen alle Packer-Megaritter. Wieso sind wir so shit? Ja, was willst du machen? Der eine hat Megaritter Level 13, der andere spielt einfach Megaritter Level 13. Hä? Redet Siri gerade mit mir? Gab's ein scheiß Update? Ja, geil. Ey, der ist nur Level 8, aber der wahrscheinlich auch Megaritter auf 12 mit Level 8. Siri, stopp! Das Geile ist auch vorhin, ey, wir haben die ganze Zeit rausgebaitet, den Packer auf der einen Seite. Dann gehe ich links rein, Morgen sagt auch, er hat noch eine Karte offen, könnte ein dicker Zauber sein. Ich gehe mit Ramra darin rein, er droppt einfach einen Megaritter, ich hab verloren. Das ist so krank, Alter, was die alle auf dieser Range spielen. Das macht auch gar keinen Spaß mit Sparky. Also wisst ihr, ne? Lightning, E-Wizard, Packer, das, ich hätte ich hab 100 von 100 Games verloren. Ja, was soll ich? Was soll ich? Auch überlevelt. Ich kann auch gegen Leute, zum Beispiel, die Golem spielen, immer nur All-In gehen. Ich kann immer nur All-In gehen, wenn die einen Golem setzen. Wenn die gut sind, ist halt direkt verloren, geil. Was ist das denn? Kannst du King Town machen? Weißt du, wie es geht? Ja, ich hätte in die Mitte setzen sollen. Scheiße. Ja. Bagatelle Fun. Schieb mal nach oben, sagst du die gleichen Probleme, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Ey, gegen das Deck hätte ich so heftig verloren. Siri gleich Apple Place mit Fragezeichen, Zwinker, Smiley? Gott, ist das eine Scheißfrage, Alter. Bann den für so eine Scheißfrage. Gott. Einfach gebannt. Er wird einfach gebannt, weil er zu doof ist. Alter. Flying Dutchman aus die Kühlmänner. Okay. So. Ja, jetzt ist mal chillen. Ist auf jeden Fall ein Deutscher, aber ist das ein Streamy? Die Frage, ob es ein Streamy ist. Ich kann das ein Streamy hätte sofort was gesetzt. Ja, hätte er probably. Oder er ist ein Sweater-Streamy. Er setzt mal den Turm, würde ich sagen, oder? Kein Ingame-Sound mehr, seitdem Siri verkackt hat. Machen wir auf einmal wieder Siri an. Muss mal kurz neu connecten. Ich hab's alles ausgestellt. Die ganze Kacke. Ich weiß nicht, warum das immer angeht. Bei jedem Update macht sie's wieder an. Und ich hab kurz mal neu connected. Ja. Ich hab keinen Sound, Alter. Wegen scheiß Dreck Siri. Kann auch sein, dass du Spiel noch starten musst dann. Oh, bin ich aggressiv, Alter. Immer, immer, immer. Ich glaub mich auch so herb, Alter. Gar nicht geil. Oh Gott, ist das dumm. Spiel mal, set mal seinen Turm. Würde ich jetzt hab echt ich machen. Schon, hab ich schon. Ach du hast. Scheiße. Warum macht er nichts? Okay, ich spiel Sparky. Na, wobei, nee, ich würde warten. Warten und wenn doppelte Beginn spielt zum Mutterhexe hinten. Stimmt, das ist ein Smart-Assistent. Also, wir können das Smart erstmal weglassen, das Assistent auch. Ein Zuschauer schreibt, dass er das ist, ein Sub sogar, ist das richtig?
Ja, der lügt halt, wird gebannt. Er ist ein Sub. Oh, Junge. Ich hab keinen In-Game-Sound, ich raste aus und In-Game-Sound. Oh. E-Giant, das ist aber fein, du hast Holzfäller. Du hast jetzt zwar keinen Sparky mehr. Ich mach jetzt auch einen E-Giant davor. Okay, mach das. So gut, dann machen wir einfach Burst-Face. Auch gut. Ja, es ist Stream. Du wirst das Space-Jack gewinnen. Du wirst das Space-Jack. Ich spiel Holzfäller noch dahinter. Der wird einen Ebus haben. Den Sepp, den Dings, Sepp, den Dings, den Dragon. Oh, Max. Hab keinen Sepp. Du hattest Sepp. Achso, okay. Du auch. Junge. Egal, sieht gut aus. Was jetzt? Jetzt kannst du im Prinzip den Sparky gleich, den, wie heißt der, den Agent gleich. Ich hab einen Plan. Oh nein, bitte nicht. Zack, zack, Agent, zack. Agent. Oh, was? Ja, das war so ein Trick von mir. Ja, das war auch ein ziemlich guter tatsächlich. Ja, du hast gewonnen. Du hast gewonnen, Maximo. Let's go. Wie fandst du meinen Trick denn? Den fand ich richtig geil. Ja, du hast noch nicht gewonnen, aber fast. Ja doch, du hast am King Tower einfach gewonnen. Und noch zwei Skeletons. Ja. Na, wobei noch nicht ganz. Wann machst du mit Trimax Hanky Chef wieder eine Rollertour? Ja, die kommt. Alter, ich hab so Bock. Zwei einfach ja, für mich. Mann. Geilste Event des Jahres 2020. Ja, ist auch einfach so. Wie kann ich den jetzt am besten chillig aufhalten? Am besten. Das war scheiße, Max. Du hast verloren. Du hast komplett gefroht. Holy shit. Sicher? Alter, ich hab selten so dich thrown sehen. Ich hab keinen Ton! Ich spiel wie der letzte Ogre ohne Ton. Hä? Er spielt auch wieder Ogre. Ich spiel den Dingseknick. Dingseknick. Nicht den Skavi, den E-Jump, Bro. Jetzt. Schnell. Und Nedun, dann weg. Nedun weg. Weg, Nedun! Oh mein Gott. Du hast gewonnen. Ey. Easy. Du hättest fast den kompletten Throw deines Lebens. Ich kann nicht tryharden ohne Ton. Ich kann nicht. Ich spiel ganzes. Ich merke, dass ich in-game bin. Ah, Junge. Oh, Mann. Let's go. Ja, ein kompletter Vollidioten-Gegner, Alter. Was soll das gestreamt-Snipe? Und da noch Mirror-Matchup. Du bist gut dabei. Ich weiß, aber ich bin sauer jetzt. 100 hier, 100 Trophäen. Wie viel? 100? Oh Gott, da müssen wir kurz noch runtergehen, oder? Er verliert schon wieder. Lass zugucken. Gut, das ist nervig. Nach Texte. Ja, das war komisch von ihm. Ich würde jetzt rechts lenken. Ich würde jetzt kurz warten, wo er seinen Prinzen spielt und auf der anderen Seite den Ramp weiterbringen. Ja. RX hier, oder? Ja, Voice Crack. Alter! Ja, doch wieder alles, der Schwanz. Ja, Elektromagier. Ja, hast du was? Sollte reichen, oder? Das ist ein 2 jetzt, oder? Okay. Ich komme mit All in rechts, oder? Ja, aber jetzt ein Versuch, er hat wenig Elixier. Jetzt musst du mega retten. Ah, okay. Vielleicht warst du auch gar nicht so wert, dass du es nicht gemacht hast. Hast du irgendwas davor jetzt? Links, okay. Er hat 3 Elixier. Ich überlege halt echt, was ich mache. Muss. Hast du echt nach links gespielt? Das muss richtig gekillt jetzt alles. Hast du was? Ja, aber jetzt ist vorbei. Kann ich mich verteidigen. Ja. Vor allem Matt mein Ding. Sag mal ehrlich, wie soll ich das gewinnen, bitte? Das ist ja absolut unmachbar. Er hat halt auch nicht schlecht gespielt, Mann. Egal, wo ich durch will, komme ich nicht durch. Egal. Weiter geht's. Ey, ich wollte gerade zugucken, hab dich gar nicht gefunden, weil du bei 5000 Trophäen bist. Oh. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen weiter nach unten scrollen. Wegspin, wenn wir Chef Strubel zuschauen wollen. Okay, good luck and have fun. Danke dir. Wie heißt der bitte, Alter? Ja, na. Ich bin wieder auf Bauhof. What the fuck?
Ich will hier zusammenreißen. Ja, was soll ich machen? Er wollte. Er ist so sauer. Ich weiß gar nicht, wer mehr sauer ist. Ist es Rubel oder Morgen? Ich bin so sauer. Oh, das ist geil. Ich bin komplett gebrochen einfach. Holy shit. Das ist gut. Er wollte das Duell. Ich hab nicht drauf bestanden, aber er wollte unbedingt. Was? Ja? Was? Er wollte. Ich so, wir müssen kein Duell machen. Nicht, dass du so wegbrechst. Ja, genau so war's. Ach, Digga, dieser dumme Idiot. Oh mein Gott, er lässt mich gewinnen. Der hat uns dreimal in Clash Royale gesniped, dann in Brawl Stars und jetzt ist er wieder hier drin. Wieso ist das denn so einfach? Ey, der gibt immer Freemium. Mir hat er gestern auch Freemium gegeben. Das von Free-to-Play ist einer der guten. Ja, trotzdem. Wieso ist das so einfach zu Stream-Snipen? Ah, wenigstens gleich den Sniper. Du darfst dich nicht von sowas triggern lassen, guck mich der Strobel an. Ja, trotzdem. Ja, der gibt wenigstens früher. Warum ist das so leicht? Ja, weil nicht so viele Level 8er, Level 9er auf der Elo unterwegs sind. Ja, der hat uns vor 2 Stunden im Brawl Stars, war unser Gegner im Duo-Showdown. Was jetzt? Ja, warte, so. Oh, das schmeckt. Sir Dennis, oh. Gott. Ach, du Scheiße. Oh, der setzt einfach einen Golem verkleidet als Giant ein. Oh nein. Base-Race rechts. Setz den Skami rein, nein. Du kannst ihn nicht base-racen. Der hat doch safe wieder Flächenschaden. Ja, setz einfach Skami und E. Oh mein Gott. Ja, wow, ist doch klar, der wusste das, der hört uns. Ach so. Weißt du, Sir Dennis hört uns. Safe, oder du nicht? Schon mit deinem Magier. Nein, das ist nicht wirklich. Hä, was ist das denn? Wieso kann ein Magier alles one-shotten? Ein Holzfäller? Fireball. Hä, was macht denn die Hexe? Der hat gewonnen, der hat Rakete. Wir brauchen 8 Hits. Jede einzelne Karte in seinem Deck ist Level 13. Jede einzelne Karte. Was macht der? Warum finish ich nicht mit Spells? Ah ne, Level 12. Dann ist es balanced, finde ich. Die Skyview dann, ja. Also wenn ich du wäre, wäre ich jetzt gern ich. Wieso wirft er nicht die Rakete rüber und finisht? Abhaken, weiter geht's. Fand ich geil, oder? Ja. Sieht gut aus. Du hast jetzt schon gewonnen. Der Gegner liegt, der Gegner ist AFK. Der Gegner ist so sauer auf dich. Der ist gerade damit beschäftigt, sein iPad zu zertrümmern. Das war's. Wahnsinnig geil. Oh mein Gott, ist das geil. Einfach gewonnen. Hä, wieso? Er setzt Dragon, ich setz einen Giant rein und er geht auf K. Ultra geil, ja. Du bist gleich mit Flobby.
5266. Warum ist die Gegnersuche jetzt so langsam? Das Mexiko. Bis gegen Mexiko. Mhm. Level 13, die Überwachungsbrücke predict. Ah, ne. Oh, sympathisch. Kann die Hexe da was machen? So eine ja. Umwandeln? Nee, das nicht. E-Giant davor? Hm, ja. Ich hab keinen Zap ready, das ärgert mich. Noch ein Eismagier dazu und jetzt ein Zap. Was? Der dreht sich um. Egal, du bekommst seinen Turm. Ja, aber er bekommt auch wahrscheinlich deinen. Außer du lässt den connecten und spielst dann das Skarmi rein. Du bekommst noch nichts. Max, du jetzt nicht den Turmrange. Letzter gleich Skarmi. Bevor er springt. Gut. Sehr gut. Jetzt, selbst du das, genau. Den Turm lässt du fallen. Und jetzt trotzdem King Tower weg. Da muss man halt spielen. Nee, musst du, oder? Ja. Musst du, ich, der macht den tot. Okay. Ja, ja, ja. Deswegen ist der, also, wir müssen uns echt abgewöhnen, diesen E-Giant zu spielen. Weil wenn du den E-Giant spielst, du siehst, du kriegst immer auf die Fresse. Jedes Mal. Jedes Mal kommt irgendwie Mega-Ritter und du bist down. Wir müssen echt aufpassen mit diesem aggressiven E-Giant. Second Play. Das ist nicht gut. Warum hat denn jeder Mega-Ritter? Ich komme darauf irgendwie gar nicht klar. Also ja, wirklich ja jeder. Ist ja, also wirklich, das ist ja ganz einfach. Ja, das ist ein Gesetz eigentlich, ja. Ist das gut? Ja. Ich fand das nämlich auch gut gespielt, aber wieso wird das nicht belohnt bei dem Gegner? Das war okay. Der hat auch kein schlechtes Deck. Das Deck macht auch einigermaßen Sinn von ihm. Das ist halt dann problematisch, wenn ein Deck Sinn macht. Das war geil, verteidigt noch. Ja. Aber was soll ich machen? Kriegst du davor? Nee, ne? Nee. Ja, der Typ spielt echt. Der Typ spielt echt gut. Wirklich gut. Aber wieder, guck mal. Wieder Mega-Ritter. Ja. Das ist einfach genau das gleiche gespielt. Ja. Hä? Na, du wirst nicht mehr auf 3 holen. Du wärst jetzt zwar nochmal durchgekommen, wahrscheinlich mit dem E-Giant, aber es ist halt nur ein. Der hat wieder auch so einen Elektromagier. WTF! WTF, 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 WTF! What the fuck? Das ist doch absurd, oder? Ja, schwierig, Mann. Aber am Evus hat es nicht gelegen. Der hat auch ohne Evus nicht rasiert. Das sind so ekelhafte Drecksmatchups. Wir könnten auch beide alles auf Level 9 haben oder alles Max. Der würde mir so auf die Fresse hauen mit seinem Deck. Probably. Okay. Du. Was kann du? Oh, Sparky, free. Oder? Ja. Ja. Mhm. Das wäre wieder so eine Szene gewesen, wo du hättest sagen können, E-Giant Brücke, aber dann hätte vielleicht Mega-Ritter gehabt und dich zugeschissen. Mhm. Inferno-Turm, Elektro. Hä? Die Aktion haben sie geändert irgendwann. Was mache ich jetzt? Ja, mal anders. Jetzt setzt du Holz wieder hinten. Und jetzt? Jetzt wartest du. Bis er was macht. Er wird Mega-Ritter reinspielen. Hacker. Dann kleidest du jetzt. Oder du spielst Skarmi. Gut. Ach doch was. Das ist ja ein Segen. Das ist ja ein Segen, Max. Hast du schon mal gesehen, dass dein Turm die Kurbel two-shotten kann? Das habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist ein komplettes Novum. Alles down. Chillig. Extrem geil. Nice. Lässt du durchlaufen? Nee, oder? Jetzt Turm muss er doch wieder den Eismagier abwehren, dann setze ich den Sparky nach hinten. Ja. Okay. Er kann ihn aber auch einfach durchlaufen lassen. Du hast eh mehr Elixier, Sparky. Den mache ich. Auch gut. Jetzt muss er was einsetzen und dann setze ich den Sparky wieder. Ist das so nicht der richtige Ansatz? Dass ich erst
die Sparky Value in der Defense kriegen muss? Ja, doch. Eigentlich schon. Klar. Ist der richtige Ansatz, ja. Okay. King Towers an, ist chillig. Nice. Die Skami, Digga, was war das denn? Hä? Was war das denn? Wieso war das so eine halbe Skami? Weil du sie genau in den Negerritter mit reingesetzt hast. Er hat übrigens auch wieder Mega-Ritter-Opecker. Chef Strubel hat jetzt richtig Bock. Ey, Digga, sag's mir doch. Ja. Es ist wieder Pekka, Mega-Ritter. Dein Sparky carried dich, dein Sparky carried dich, der splasht. Zack. Da hast du Holzfäller. Holzfäller einsetzen. Und da seppst du einfach bei der King Towers an. Oder gar nicht. Er ist einfach ein scheiß Show. Ich hab nicht hingeguckt, weil die Fledermäuse kamen. Turm down. Egal, du hast deinen auf. Oh, das war bad. Ich wollte ihn noch verteidigen. 10 Sekunden dann durchhalten. Oh, bin ich piss. Ich kann nicht mehr. Es ist Meta leider. Mega-Ritter, Hacker und Elektromagier. Da mache ich nichts. Ja, du bist noch übel da. Ja, aber ich bin zu aggressiv. Das bringt nichts. Ich bin richtig, richtig, richtig sauer. Richtig, richtig, richtig heftig sauer. Holy shit, bin ich sauer. Hey, ich glaube, ich war dieses Jahr noch nie so sauer. Was? Ja, wirklich. Nee, du warst in dem einen Stream, wo wir dein Trophäenrekord knacken wollten, noch sauer. Never, never. Was? Das glaube ich nicht. Du gewinnst das Game halt noch. Vielleicht. Da wieder ein Packer. Alle Einheiten bringen nichts. Jede Karte, die ich spiele, bringt mich in einen Elixierrückstand. Also jede Karte. Ich spiele eine Karte. Und dadurch habe ich verloren. Also jede Karte, die ich spiele. So, jetzt wartest du, bis die Hexe connected ist. Nado Stun. Oder so. Ja, auch gut passt. Okay, jetzt gibt's so einen dicken Nado, Alter. Oh, der wird zusitzen. Oh, Max, sag mir doch das. Sag mir doch, dass das wundervoll ist. E-Giant Knick. E-Giant davor, um den Mega-Ritter abzuwehren. Er wird gestunt und greift dann die Skeletons an. Jetzt kannst du. Ist gut. Ist gut, Max, das ist gut. Nächster E-Giant bitte den Knick. Ja, safe. Oh mein Gott, das ist so gut, Max. Jetzt hast du ihn auf 3 Überbeständen. Die Hexe stirbt jetzt. Okay. Oh mein Gott. Du musst halt auch irgendwie Damage machen, du musst den nächsten Agent direkt Knick bringen. Sobald du ihn hast. Der Screwage, das muss reichen. Agent Knick, ja. Oh mein Gott, fuck. Zapp das noch irgendwie? Das reicht halt nicht. Das war mein bestes Game aller Zeiten. Du hast echt gut gespielt am Ende. Holy shit. Du hast echt gut gespielt am Ende. Das waren die heftigsten Sparky Tornado Plays. Ich habe so heftig. Es war sein E-Giant, ich habe sein Elektromagier, ich habe alles auseinandergenommen. Trotzdem verloren, weil das Meta ist. Das geht nicht. Besser als dieses Game geht es nicht. Ja, doch. Werde ich nicht schaffen. Das war schon alles. Das Matchup macht keinen Sinn. Das geht nicht. Das Deck ist nicht geil. Jeder spielt Elektromagier, Pekka, Mega-Ritter. Oder Ballon Freeze. Oder Pekka, Koboldhütte, Sepp. Elektromagier. Ja. Der E-Giant ist scheiße bei der Trophy-Range. Mini-Pekka, Pekka, Pekka-Prinz. Zwei Single-Target-Damage. Holzfäller, Pekka oder irgendwie sowas. Der ist einfach richtig scheiße. Und der Sparky kann nichts machen gegen Mega-Ritter und Pekka, wenn die so viel Leben haben und jeder hat einen Elektromagier. Die Mutterhexe, ich spiel in ein von 30 Games gegen Friedhof. Die ist nicht so krass. Der Eismagier von mir ist unterlevelt, der kann keine Fledermäuse und Skelette töten. Und der Holzfäller Level 9 bringt auch gar nichts. Der wird geone-shotted von dem Pekka. Und die Skeleton-Army ist ja nur zu distracten da, aber macht eigentlich auch Damage auf 13 und ist auf 8. Wir machen jetzt mal ein psychologisches Aufmunterungsprogramm. Wir gucken mal kurz Chef zu. Der ist auf 5073. Der verliert direkt wieder seinen Turm. Turm ist down. Du regst dich auf, aber bei dir ist gerade Meckern auf hohem Niveau. Du bist auf 5-2. Ja, aber trotzdem, das ist zu hart.
Er spielt halt echt wirklich als Lava-Hund, wenn er so geraged ist. Er hat wirklich auch fucking Lava-Hund. Aber es bringt halt nichts, der Deck ist shit. Mach Hütten rein, meine Hütten sind auch Level 3. Hey, ja, Level 6 mittlerweile, to be fair. Oh, was macht der denn? Oh, er macht ihn aber auch richtig. Wenn er zuhört, leise. Lass reingehen und ganz leise sein. Ja, okay. Oh Mann, ey. Weißt du aber, wie man kitet? Danke, Shotstuff. Vielen Dank, Junge. Keine Ahnung, Digga, was denn mit dem Gegner abgeht. Ich muss auf Crack oder so. Was soll's, Bäder? Direkt im Lager. Ja, ich mach Lava hin. Turm, oder? Nee, ich muss jetzt Lava hin machen. Jetzt der Versuch, so. Chef. Letzter Versuch. Last Chance, hier noch irgendwas zu reißen. Okay, kannst du. Gar nix, es gibt gar nix. Es gibt gar nix hier. Keine Ahnung. Ich. Ja. Also, mein Loon ist von 3 Schüssen down. Es gibt gar nix. Nee. Also, ich sag dir, wie es ist. Das Deck. Wäre sogar mit einem Mega-Ritter, was ich die gestern davor gespielt habe, winnable gewesen. Aber er hat jetzt auf einmal alles gegen Luft, Bro. Er hat alles gegen Luft auf einmal. Und davor hast du nie irgendwas gegen die Geist. Ey! Ich bin, Chat, ich sag's immer noch. In meinen Augen gibt's bei Clash Royale irgendeinen Algorithmus, der dir ein bisschen vorgibt, was du für Decks bekommst. Das kann nicht sein. Das Deck wäre jetzt perfekt gewesen für mein Mega-Ritter-Deck. Jetzt spiele ich Lava Loon und krieg so ein Deck. Ja, das ist echt uncool, Deck. Wie sinn. Also wie sinnlos. Komm doch, ich muss eigentlich immer noch aufs Klo, ich will es noch eingehen gewinnen, bevor ich aufs Klo gehe. Okay, der ist Level 8, aber Level 8 wahrscheinlich wieder mit überlevelten Karten. Aus Team Peru. So, da sind wir, wie läuft's? Wie läuft's bei dir? Sehr gut, ich war gerade All-Time Trophy Record von mir. Du warst. Ich könnte mir das Spiel jetzt wieder, weiß nicht, Packer und so, alles. Aber seine Level sind kacke. Ja. Oh, ich finde das höheres Level hier. Out of my way. Du schießt wieder Widerreiterin. Ja, was soll ich machen? Ah, sie kommt dran. Ja, mach Mega Mini rein. Der Level sag ich nochmal, ja warte mal, ich glaube der Mega hat Stufe 12 einfach. Junge, boah, was? Boah, ist der unterlevelt, what the fuck, das ist die ganze Zeit so deine Gegner? seit langen Games auch endlich mal wieder ein normaler Gegner. Meiner hatte Minions die ganze Zeit 13. Das waren 7er Minions. Soll ich mit Mega-Ritter reingehen? Ja, geh rein und zieh den anderen King. Was ist überhaupt ein Ballon, Junge? Was? Scheiße, Digga, du musst aufpassen. Verloren. Er fickt mich mit dem Move, Ja, du bist. Mach irgendwas. Nein, du bist noch nicht geworden. Genau nicht. Du hast gewonnen. Alter, was war das denn? Strong gespielt, Herr Strobel. Du warst besser als er. Reicht mein Nado? Nein. Sepp und Nado musst du machen. Sepp und Nado. Drück drauf und guck. Nein, jetzt reicht nicht. 44 macht der. Ja, reicht nicht. Pfiff Strubel. Ja, konzentrier dich jetzt. Oh oh. Zieh einfach weg mit Nado. Wir gehen safe. Der wird nochmal spiegeln. Ja, nee, kann er gerade nicht. Er hat bei Kür gespielt. Wer spielt noch eine, gell? Nur noch Nado auf dem Turm, nur noch Nado, Chef Strubel. Du hast es. Richtig. Junge, stark gespielt. Ja, mal let's Alter, go. Alter, Chef Strobel, ultra nice. Krass gespielt. Sehr, sehr geil. Das ist geil. Die 9er Losing Streak ist durchbrochen. Well played. Junge. Und, Chef Strobel? Was? Was geht? Ja,
geiles Projekt immer wieder. Junge. Junge. Leute. Wie viel hast du gerade, Herr Strubel? 5084. Mhm. Alright. Wie lange willst du noch, Herr Strubel? Es geht so lange, bis einer nicht mehr möchte, ne? Warte mal ganz kurz, bitte. Junge. Oh Gott, ich kann nicht. Ich muss die ganze Zeit lachen. Ich kann nicht. Es tut mir leid. Lass dich davon aber nicht provozieren, okay? Ja. Oh Mann. Ey. Okay. So, Chat, geht gleich wieder. Jawohl, jetzt geht's wieder. Nice. Digga. Jetzt. Oh Mann, die Leute hier rumlaufen auf 5000 Trophäen. Alright. Okay. Und wie läuft's, Morten? Zufrieden? Setzt er die Tipps gut um, die du ihm sagst? Ja. Ja. Hätte nur Pech, sonst wäre über dir. Oh. Egal, was ist denn mit meinem WLAN los? Wird das jetzt hier ein Verhör? Ja. Ich gehe erst rein, wenn der Strube wieder reingeht. Wie lange schlägt er sich noch? Warum lachst du? Das ist eine Frage. Das hängt sehr, sehr krass mit dem nächsten Gegner zusammen. Okay. Also Megalter, du bist Level 13, dann ist es schnell vorbei, glaube ich. Mann, was ist das für ein Dreck, Alter, hier? Was denn? Also wenn, ich weiß es nicht, aber kann sein, dass hier gerade live on stream mein Dings-Account gehackt worden ist, mein Steam-Account. Steam? Ja. War bei Flobby auch so. Echt? Ja. Und dann? Hat er einen Support angeschrieben, glaube ich. Ja. Ja. Geh ins Game, Max. Wir müssen nur kurz abchecken, was bei Chef Strubel ist. Ja, welche Gegner spielst du denn eigentlich? Spielst du auch gegen so Level 13 Megaretter-Typen? Ja. Noch heftiger. Ach so, noch heftiger. Aber dein Deck ist auch heftiger. Das ist es. Herr Strubel? Ja. Wie sieht's aus? Ist gehackt oder ist noch da? Keine Ahnung, ich check das jetzt gerade. Ich komme auch nicht mehr in meine Steam-Dings-App rein, aber wie kann das bitte sein? Ich habe ja diesen Steam-Faktor-Authentifizierungs-Shit. Kein Plan, wie das jemand schafft, das zu hacken. Wie schlecht ist das? Ist das bitte? Ja, das war Flobby aber auch so. Ach, Junge, Alter, das ist doch so fucking wack. Wie schaffen das, Leute? Ich kann ein Passwort nicht zurücksetzen, Chat, solange ich nicht in die App reinkomme. Dann frage ich mich, wie der Typ in die App reingekommen ist, wenn ich selber nicht mehr reinkomme. Das hier brauche ich. Bei Maxi Chat schreibt jemand Anwalt anrufen. Witzig. Chef hat nämlich ein Team. Ein Team? Ein Anwalt, wusstest du das nicht? Das ist doch übel, das Meme. Nein, wusste ich nicht, ja. Chef Strohl hat über seine Rechtsschutzversicherung 3-Mann-Anwaltsteam für ihn kämpfen gerade. Wofür kämpfen die? Weil Chef Strohl hat irgendeiner Privatperson einfach so per Banküberweisung Geld rübergeschickt. Oh. Einfach so. Und er wollte dafür Pokémon-Karten kriegen, aber die hat er nicht bekommen. Oh. Letztes Team seitdem dran. Das stimmt, ne? Ich lasse dich nicht voll labern.
Wie ist denn das sonst zu Meme geworden? Wie ist denn sonst passiert? Wie soll es sonst zu Meme geworden sein? Ich bin drin, warte, ich ändere dir mal mein Passwort und muss dann gleich wieder Steam Guard aktivieren. Well, change Passwort hier. Ey, ich mach das jetzt immer so, dass ich einfach SMS auf mein Handy bekomme. Scheiß auf dieses Steam Guard Shit, wahrscheinlich wurde das gehackt oder so, keine Ahnung. Habt ihr mal von diesem krassen Hack mitbekommen von diesem YouTuber, wo die da so Werbung machen sollten für irgendwie Krypto oder so? Und dann wurden ja, die wieder, da wurden die richtig einfach heftig gehackt. Das ist ja bei vielen so schon gewesen. Hast du ja nämlich geändert. Sehr gut. Werbung machen. Neues. Der ist Mercedes. Ja, sogar jemand kommentiert sogar mein Steam-Profil. Wurde er gehackt? Nein, ich habe meinen Account wieder. Pending Trade Offer. Ja, irgendwelche Leute wollen immer mein Inventory abziehen. Weil ich die besten Knives habe in Counter-Strike. Okay, ich kann wieder reingehen. Ja, viel Glück. Du schaffst das. Hast du Mental Reset gehabt? Ja. Ein bisschen. Ich bin überzeugt. Okay, wir gucken dir noch ein Game zu. Wenn du gewinnst, gehen wir auch wieder rein. Mika. Mika klingt sympathisch. Als German Clash. Okay. Du schaffst das, Chef Strobel. Ja, du wolltest auch, by the way, vor seit mal einem Jahr schon pissen gehen. Hast du was gegen Sparky? Ja, er hat Iris. Okay. Oha, du bist Mega-Ritter Iris, du bist auch so ein Assi, der sowas spielt. Junge! Sepp, Mega-Ritter und Iris. Also der wird dich doch komplett hassen, oder? Der hasst dich, der hasst dich, der hasst dich, der hasst dich. Der schiebt mir richtigen Hass auf dich. Du würdest 10.000 von 10.000 Games gegen mich gewinnen mit deinem Deck. Ja, klasse, ja. Level 12, okay, Junge, laber mich nicht so, Alter. Was für 10.000 und 10.000 Games, das soll ich gegen den Typ schon wieder machen, Alter. Ja, nein, gegen mich, nicht gegen... Verloren. Ja, das verloren. Level 12, willst du mich flachsen, Alter? Kannst du den Mega wieder auf den Babydrang spielen? Nein. Okay. Nein, einfach nein. Guck mal, der stirbt doch. Aber ist okay. Ja, du lebst noch. Du hast gut gespielt. Der Gegner ist auch schon wieder hobby los. Einfach ein fucking Agent auf 12 auf 5000 Trophäen. Die andere Seite. Ja, danke. Ja, danke. Er liegt elixierisch. Oh man, ich dachte, er gibt auf. Ja, egal, was ich mache, es ist fucking egal eigentlich. Ja. Aber jetzt kommt wenigstens links richtig schön Damage. Er ist so eine Karte scheiße. Oh, ist der lost. Der denkt, er kann mit Widerreiterin den King Tower aktivieren. Wie lost. Das hast du vor zwei Tagen auch gedacht. Pixel, wie ein Team. Okay. Oh, du hast einfach Sepp und E-Wizard. Ne, dafür könnte ich dir den Schwanz abreißen. Alter. Ich muss da reingehen. Okay. Jetzt bist du geraged. Oh mein Gott, wie stark. Das ist sehr aggressiv. Ja, was soll ich machen? Also, keine Ahnung. Frage ist... Mal geraged. Was? Soll ich... Ja, Tornado! Der Tornado muss jetzt aufpassen. Kannst du auch... Setz Ewis nach außen und mach den Tornado. Nimm das mal nach außen. Sepp, E-Giant, das ist unser Turm. Ja, ich muss da hinten seppen. Bringt ja nichts. Ja. Also, ja. Ist egal, wo ich hin seppe. Also, Level 12 ist ja geisteskrank. Ja. Okay, jetzt müssen wir beide sagen, wie viele Trophäen wir haben. Ja, du hast das bessere Deck. 65 habe ich. 5216. Ja, Junge, ich will ja nicht Ramrod darin als Win Condition spielen, würde das auch besser klappen. Ja. Wollen wir noch ein bisschen weiter spielen? Ich versuche nochmal ein bisschen zurückzukommen. Okay. Junge, das Maxon-OP-Deck hat triggert mich unfassbar hart, Alter. Okay, wir gehen wieder hoch, Big Spin.
Junge. Digga, ich bin schon so gebrochen. Er versucht Stand zu halten, er versucht auf Stand zu halten, aber ich, ohne Witz, würde ich, wäre es sein Team, würde ich sofort Handtuch schmeißen. Ich würde sofort Handtuch schmeißen. Mord müsste schon längst sagen, jetzt ist Schluss. Er hat halt aber auch echt Pech. Ja. Und Spiel vorbei. Das ist wild. Gute Nado. Hä, so geht das nicht? Das war eine sicke Skami. Hä? Oh. Ehrenbaba ist ein bisschen overlevelt. Alles auf 13. Guck dir mal die Hits an von den Elite-Bauern. Bam, bam. Ja, die, das ist, Bam. Die stechen jedes Mal mitten ins Herz. Die Elite-Bauern am Ballon. Wollen wir nichts machen, ne? Nee. Das sieht nicht gut aus. Hm. Ach, seine Pfeile kann man Mutterhexe fast töten. Alles normal. Sein Sepp tötet mein Golem. Das ist aber gut von dir, der hat nicht so viel elixiert. Nee, du hättest nicht gespielt, der war scheiße. Das ist dein Turm, at least. Und nun? Und nun wirst du weinen, wahrscheinlich. Mutterhexe und Holzfälle oder so? Oder Skarmi und Mutterhexe? Der hat doch einen Sepp. Ja, der, ja, also, was soll ich dir hier sagen? Du musst nicht coachen, Bixby. Ich hab gerade alle meine Karten gesehen und alle Karten, die noch kommen und die Karten, die er einsetzt. Und es gab so 7 verschiedene Szenarien, aber ich hätte in jedem, wäre mein Turm einfach explodiert. Ist richtig. Und du sagst einfach so, ja, was soll ich dir sagen? Der 12er Loon, Alter, und die 13er Elite, Papa. Ja. Okay. So. Pork Rider aus schwarzer Eule. Oh, gut im First Play, sympathisch. Spack hier ein. Ist der Schubert verloren? Echt? Oh mein Gott, der hat eigentlich 1000 Trophäen. E-Giant da rein, um Backup zu ballern? Nein. Erstmal Holzfäller und Tornado Cycle. Weil wenn er Backup spielt, kommt entweder Lufteinheit. Letzte Karte. Okay, macht das ganz gut. E-Giant muss rein. Eismagier rein. E-Giant. Warum denn E-Giant, hä? Damit sie das töten. War doch gut, oder? Ja. War okay. Na, so noch Damage. Mehr Damage gemacht als er. Okay. Ja. Kannst du noch den. Ja, ich hätte die Skami gesetzt. Ist aber okay. Echt? Passt. Ja, ist auch gut. Du machst das gut. Gute Entscheidung getroffen. Gut. Weißt du, welche Nachricht mich einfach wieder ein bisschen motiviert? Dass der Stuhl verloren hat. Creator Code Trimac auf all meinen 19 Accounts eingetragen, Herr. Oh, weißt du, was ich meine? Ja, klar, safe, weiß ich. Verstehe ich. Das ist gut. Der Creator Code ist echt eine nice Sache. Trag einen Code ein, Freunde. Macht das. Denken extrem wenige dran. Ja. Ist nicht so nice. Ihr könnt uns nicht besser, oder außer mit Twitch Prime könnt ihr uns nicht besser unterstützen als mit dem Creator Code. Der ist tot. Ja, was macht der mein Turm? Wieso twittert er das Mega-Minion nicht? Ja, der hat keinen Bock. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe lange keinen Sparky auf der Hand. Spiel, ja, ich habe perfekt gespielt. Wieso, was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist ein normales Golem-Deck. Aber ich konnte das auch als Sparky. Ja, geht so. Er hat halt Zap und du hast halt nicht so viel Luft. Dein Problem ist, du musst immer eigentlich E-Giant. Du musst jetzt schon E-Giant bei seinem Deck ins Backup setzen dann irgendwann, weil der hat einfach Mega-Mini und Baby-Ding.
Du nimmst den Golem hops, aber das Backup ist halt ekelhaft. Was hat er denn Starkes gegen mich? Nichts. Jetzt hat er verloren. Oh, alter Lachs. Komplett weggelurcht. So chillig einfach mal nicht gegen den Mega-Ritter zu spielen. Oder? Er hat einfach keinen Mega-Ritter. Das war das erste Mal, dass der Gegner keinen Mega-Ritter hat. Ja. Holy shit. Das muss mit ins Video rein. Einfach. Oh mein Gott, ich muss sofort meinen Cutter anrufen. Ja, free to play, Trimax free to play, nächster Stream Sniper. Ja. Ehren, ja. Sympathisch. Mit diesen Leuten kann man einfach arbeiten. Einfach ein Freeman. Einfach ein Gratis-Sieg. Wie wundervoll. Einfach ein Gratis-Sieg. Ultra geil. Nimmt man mit, so ist es. Nimmt man ganz doll mit. Du bist jetzt hoch, oder? Junge, nee. Ein Spiel dann. Rekord? Ein Win jetzt Rekord. Also bisher, du warst zweimal vor dem Rekord. Jedes Mal Level 13 gekommen. Ja, immer, stimmt, immer wenn ich Rekord kam, lieber mal 13 oder Packer 13 oder irgendwas auf 13. Immer ein Game vor Rekord. AG 13, komplett bescheuert. Aber jetzt sind immer 12. Gefährlich. Okay, der one-shottet, ja. Kannst du den. Ich hab nichts. Ich hab keinen Eismagier, ich hab keine Hexe, ich hab keinen Tornado. Alles gut. Super Sparky, fahr noch dichter dran vorbei. Safe Packer. Inferno-Turm. Okay, Spiel. Ja, lass die jetzt durch sonst. Wow. Und ich bin pissed. Ein Turm kann seine Skelette nicht töten. Das stimmt, ist aber gut für dich in dem Fall, wegen der Mutterhexe. Die spielt Elixier hinten? Ja, jetzt schon, aber der muss noch die Mutterhexe treffen. Dann bist du vorne. Ah, okay. Ja. Oh. Ja, ich würde es durchlaufen lassen. Der wird einfach geforschert. Der stirbt einfach. Naja. Also, das mit deinem Rekord ist echt so ein kleiner Fluch. Ja, was soll ich machen? Ja, nichts. WTF? Immer ein Game vom Rekord? Eigentlich vor dem Rekord bist du richtig geknechtet. Aber auch immer Level 12er Ballon, ne? Ja, ja. Immer überlevelt und 12er Ballon. Der 12er Ballon ist Pain. Ja. Okay. X-Leap. Ich hab gerade noch der Strobel Stream offen. Er verliert einfach. Chillig. Okay, X-Leap hat die Widerreiterin. Gut. Hex oder Sparky hinten links? Sparky. Geil, wie die Golems einfach 8 Hits brauchen. Die Golems, chillig. Achso, jetzt nenne ich schon Golems, weil die so tanky sind. Agent davor? Ja. Oh. Jetzt Pack auf die andere Seite ziehen? Nee. Nein. Den kannst du wegziehen. Wenn du es gut machst. Ja, okay. Nice. Immerhin. Der wird noch einen machen. Oder? Boah, der ist mal gewackelt. Flow noch einen. Nein. Also den meinte ich, das war schon der noch eine. Sepp? Boah, immer noch nicht. Ja, nee, der stirbt doch nicht. Nado? Ja. Nee, müssen wir da machen. Tut.
Der Typ, Alter. Das ist jedes Mal so der Scheiß, Alter. Guck mal, der stirbt. Was ist das denn? Der hat seit einer halben Stunde 0 HP. Der ist echt nicht so ganz zutraulich. Spiel was? Hexe, Sparky oder so hinten? Irgendwas hinten einfach? Oder? Du kannst auch warten, ja, okay. Die Giant davor, er hat noch keinen Sparky wieder, er hat noch keinen Packer, ne? Davor, davor? Packer. Ja, machst du mir jetzt, aber er hat Packer wieder. Spielt schon mal den Holzfäller. Genau, richtig. Oh Gott, was? Wieso predicted er die Skeleton Army? Egal, der kann Reset, der muss noch Feile spielen. Ich kotze. Ist okay? Ja, ja. In dem Fall wäre es okay, auch einfach mal Packer zu brechen. Wieder Packer, Ram Rider, Elektromagier. Das Deck, was der Schube spielt, ungewinnbar. Guck mal, was ist das? Ja. Nicht so ganz angenehm. Der Packer macht's halt. Der hat ja auch ein günstigeres Cycle als ich. Ja. Der hat halt die Minions, die Goblin Gang, Holz und Pfeile, die es recht günstig machen. Das ist so ein heftiger Counter. Ich würde auch Turnierscheine gegen ihn verlieren. Das ist möglich. Das ist jedes Deck. Das macht's wirklich schwer. Wieso haben auch alle Level 9er 12er Karten? Stimmt. Skeleton Army links. Okay. Ach Digga, was hat denn der alles? Er hat auch richtig motiviert, Digga. Was ist mit ihm los? Er hat auch wieder richtig, richtig einsitzen. An die Brücke. Was macht er denn, Alter? Ich kann nichts machen dagegen. Ich hab nichts auf der Hand. Was hast du denn so auf der Hand? Du Tornado hast... nur. Dann spiel jetzt einen Tornado. Und dann? Dann lässt du durchlaufen und spielt Sparky hinten. Der Typ hat halt nicht so viel gegen einen Sparky außer der außer den Bats und der. Wie heißt das? Du musst da deffen. Ja. Okay, fein. Holzfäller vormachen und Set bereit halten. Scheiße. Nice try, aber. WTF! Also jetzt war wirklich. Diese ganzen Ballonknechte. Ich spiele nur gegen Ballon. Junge. Jeder einzelne deiner Gegner ist einfach Ballon. Jeder Ballon! Wir brauchen wirklich ein anderes Deck, wir brauchen irgendwas. Wir brauchen irgendwas gegen Ballons und Packers. Gibt's irgendeine Karte? So ein Elektromagier wär's. Oder? Wir brauchen irgendeine Karte. Wir spielen nur gegen Ballon, Packer, Mega-Ritter. Gibt's irgendeine Karte, die gegen all drei gut ist? Nein. Also. Nicht auf den. Das Ding ist, es gibt ein paar Karten, die dagegen gut sind, klar, aber. Eigentlich ist zum Beispiel Eismagier Babydeng Nade schon eine relativ starke Kombo. Du hast jetzt kein Babydeng dabei. Aber ich würde auch den Babydeng hier nicht sehen, weil der ist halt immer noch underlevelt. Selbst wenn du die guten Karten dabei hast, bist du am Ende des Tages unterlevelt. Da musst du auch nicht stehen bleibt und dann ja, nicht getroffen wird. Genau. Ach come on, ich bin raus heute. Ne? Hm. Oder? Was sagst du? Ja, schon ein bisschen anlackig. Ich hätte den Nado darauf gespielt.
aber ich wusste. Ich dachte, das trifft auch, weil es war alles zusammen. Der Fischer bleibt halt ein bisschen stehen. Das ist eine Interaktion, die kommt in einem von 1000 Games gefühlt vor, weil keiner Fischer E-Giant spielt und dann bist du halt am Arsch. Komm schon, Turm, mach den Schild, mach das Schild weg. Ja, ja. Gut. Easy. So ein E-Wizard wieder, ich werde sie da jetzt so leiden. Oh. Mutter Exe. Hm? Sparky, hä? Ja, hat Bock. Das bringt dir da nicht so viel. Er hat einen Ewis einfach, Digga. Das war so ein geiler Pferd. Wieder auch ein Ewis. Und ein Nado und alles. Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Ja, der macht das gut. Der macht das richtig gut, der Gegner. Der ist leider auch mal so weit. Also, was ist denn das für ein Matchup, ne? Ja, kannst nicht gewinnen. Kannst du nicht gewinnen. Oh, jetzt kommt Chef ein bisschen ran, du musst aufpassen. Der hat dich gleich. Das jetzt nicht choken. Okay, Mammut, mach Mut. Eismagier oder Sparky? Hab nur ein Ding. Eismagier und Sparky, beides. Ja. Dann spiel gleich Sparky hinten. Ganz hinten? Nee, hinten so auf die Höhe vom Dings. Ja. Hätte ich auch gemacht, aber jetzt musst du hinten und dann bin ich hinten. E-Giant davor. Nee, du. Ja, das kann ich cyclen. Nur doch besser, oder? Ja. Schwieriger Holzfäller. Oh, einfach 80 Hits, Mann. Der Holzfäller war übertrieben gewastet. Einfach Minions. Ja. Eismagier rein. Eismagier und den Sparky zusammen. Ja. Sparky ganz hinten oder weiter vorne? Genau, wie eben auf die Höhe. Auf die Höhe vom Eismagier. Gleiche Höhe. Schwieriger Sepp war absolut scheiße. Mutter Exe, schnell, genau. Jetzt hör vor. Zu spät. Oh, nee, nee. Oh, nicer Hit. Let's go. Das ist gewonnen. Wichtiger Sieg. Ist das? Geht noch eine Minute. Das ist Sepp gewonnen. Spark, der hat nichts gegen Sparky. Er hat keine Sepp. Gescheite Einheit dagegen. Er hat Sepp, ja toll, aber das, der tötet ja den Sparky nicht. Wenn er jetzt Sepp, muss er hier, na, hat er hier den Problem, das ist hier das Problem. Feuerball Value gibt's hier. Ja, guck mal. Der kommt mit Giant und ohne guten Sparky-Konter niemals hinterher.
Let's go, Max. Saubere Runde. Das war's doch. Oh mein Gott. Hier schreibt einer, du bist so pay to win. Was ist das denn? Was soll das denn? Was machen wir mit dem? Er wird persönlich weggebannt. Er hat bisher 3 Nachrichten geschrieben und 3 Timeouts kassiert. Oh, das ist natürlich huge. Brauchen wir auch nicht. Skellybird, okay. Kann ich da die Mutterhexe machen, um alle Schweine rauszumachen, oder ist das trotzdem schlecht, weil ich das okay. hier? Ist okay. Das geht fett, guck mal. Oh, jetzt links davor? Ihr Giant davor? Nein. Das, ja, okay, doch, mach, ja. Oh, jetzt musste ich, hab nichts anderes auf der Hand gehabt. Zieh es ran. Ran. Gut. Passt. Jetzt kannst du da gleich einfach zappen. Und Holzfäller. Ja, auf den meiner. Noch Skeleton Army? Nein. Ja. Okay. Weil die ist jetzt geraged. Ich muss was setzen. Ah, ist die geraged? Einer kommt geraged. Da. Das ist echt schon noch ganz gut geraged, aber. Ein Holz. Er hat 2 Elixier. Oh. Muss er irgendwas setzen, dann geht's wieder ans Sparky hinten. Ja. Was jetzt? Weil da kannst du jetzt den Agent Brücke einfach. Agent Brücke, der hat kein Elixier. Oder du nädelst erst und dann spielst du ihn. Das Skellybird macht halt den Turm jetzt auch. War das dann der richtige Play? Nee, deswegen sagte ich erst nädeln, aber das war kam ein bisschen zu spät. Okay. Ist aber okay, du kriegst noch guten Schaden. Oh, smart. Ja, guter Lock, guter Lock. Du hast Even Elixir, setz mal Sparky hinten links. Hexe, ja. Das ist einfach ein bisschen cocky, da kommt ein Mega-Ritter, oder? Es spielt nichts! Da kommt genau nichts reinspielen. Jetzt einfach Eismager hinten. Setzt schon mal Skami hinten für den Miner, der jetzt kommen wird. Zap. Oh shit, was war das denn? Einheiten weggemacht, jetzt ist mein E-Giant dran. Der ist halt echt dran. Oh mein Gott. Gönn, bitte gönn. Oh mein Gott, Sepp. Nee, du reicht. Beides reicht. Nee, du reicht ganz genau vom Damage. Nee, du Turm, Max. Was, nee, du? Unterwegs. Let's go. Wie heftig war der Nado in meinen Turm rein vom Mega-Ritter? Ja. Das war sick. Ja. Gut. Mhm. Wo ist denn der Strubel? Der hört man gar nichts. Der ist 4870. Scheiße. Haha, natürlich. Little Baby. Was kann Little Baby? Oh, der hat man nicht überlevelt, as fuck. Was? Ist jetzt cool, war nur eine Karte nicht überlevelt. Muss er was setzen? Dann setze ich auch wieder was. Okay, der Typ ist nicht ohne Grund. Da, wo er ist.
Hätte den Baby den gesetzt. Echt? Damit er nicht mehr im Turm ist. Der hat, du hast ein. Das war ein Scheißnagel. Ja, ich dachte, er setzt den Ritter früher! Das war die einzige Chance, aus das zu drehen. Ja, du gewinnst das. Echt? Ja. Wie denn? Hatte ich nur eine scheiß Starterhand, lag's daran? Ja, ja. Also du hast einen beschissenen Start gehabt. Kannst jetzt den. Ja? Eismagel hinten links, Eismagel hinten links. Mhm. Jetzt wartest du, was er macht. Wenn er Babyding spielt, spielst du Agent davor. Wenn er ein Gebäude spielt, spielst du. Mal gucken. Okay, spiel einfach Agent. Liegt nicht. Ja. Okay. Jetzt kannst du überlegen, Holzfeld dahinter. Okay, Tesla. Das passt. Spür Holzfeld dahinter. Halt dann. Okay. Ist okay. Über Tesla Bogenschützen, das könnte ich ein bisschen abfucken, aber jetzt muss der Hexe bereithalten. Er könnte reingehen, hat jetzt genug Elixier. Okay, spiel Sparky hinten. Hinten links, Sparky hinten links. Kann dich nicht bestrafen. Er liegt. Okay, Poison, nice. Mutter Hexe hinten links, ganz hinten in die Ecke, damit die nicht im Poison läuft. Eismagier. Du musst jetzt Battle at the Bridge gewinnen. Ja, kein Poison mehr. Lass es so durchlaufen. Spiel noch. Death das. Gut gemacht von dir an sich. Gut gemacht. Nebel wieder dran. Kriegst ein bisschen Damage. Dass der King Tower aktiviert, das ist halt Pain. Das schmerzt halt so doll. Holy shit. Mutter Hexe rein. Mutter Hexe rein. Das Problem ist, er hat jetzt gleich Poison. Ich weiß nicht, ob der Poison reicht, aber wenn er hat noch Nado, das wird beides zusammen reichen. Ja. Spiel Agent Brücke, du musst machen. Erstmal Holzfäller, ich würde Holzfäller setzen, genau, und jetzt Nado rein, Nado rein. Hat auch noch Nado, aber das passt, das ist gut für dich, das ist gut für dich, das ist gut für dich. Oh mein Gott, Max, du hast geturnt, let's go. Ich hab gesagt, wir gewinnen das noch, ich hab's gesagt. Ultra stark gespielt, heilige Coach der Welt. Alter. Let's fucking go, Junge. Mach ein Fiverr-Profil auf, du machst 10.000 Euro dadurch im Monat mit. Chillig. Ach du Scheiße. Let's go, gute Runde. Einfach noch gedreht. Richtig geil, richtig. Hättest du mich gefragt, wie das Ausgang des Matches ist, hätte ich so gesagt, oh, zu 80% schmeiße ich mein Tablet aus dem Fenster und zu 2% gewinnen wir noch. Ja, geil, Alter. Richtig gute Runde. Richtig gute Runde. Extrem geil. Gewinnen wir jetzt, das ist mein All-Time-Trophy-Record. Ist das so? Alter. Nice, okay. Mach safe Fiverr, Bro. Ich hab keine Zeit für Fiverr. Wie soll ich Coaching-Sessions anbieten, Bro? Ich hab sie so gesappt, dass die Flächen... Hä? Doch, ja, geil, ja, oder? Ja, doch. Fandest du sick, den Zap? War gut, ja. War sehr gut. Holst du da davor? Nee, ich hab keinen Zap. Wenn ich keinen Zap hab, geh ich nie rein. Dann kann er Kleinkram spielen, was mich mega tötet. Gute Faustregel, ja. Zack. Guck, genau. Da wäre jetzt alles tot gewesen. Mutterhexe rein. Mutterhexe rein. Einfach hättest du schneller reagiert, hättest schneller du schneller reagiert, hätte ich mehr gemacht. Fünf Bets abgeräumt. Jetzt habe ich nur zwei. Und ich bin aggressiv. Hä, warte. Eismagier hinten links und dann kiten. Oder versuch, warte. Aber der Kite klappt nicht. Klappt der Kite noch? Nee. Das kam hier rein. Holzfäller bereithalten, der wird zappen. Guter Holzfäller. Sehr, sehr gut, Max. Oh, das war echt gut. Lol, nur ein Hit, weil diesmal ein bisschen weiter weggesetzt. Richtig, damit der erstmal Zeit hat zu spawnen. Und dann direkt darauf zuläuft und praktisch schnappt. Du setzt ihn sonst immer rein und kriegt er direkt auf die Fresse, aber kann auch gar nicht selber attackieren. Na, der Gunnar war komplett scheiße, du hast ihn. Also du hast ihn jetzt long term. Jetzt noch Mutterhexe rein. Agent davor, ne? Agent davor, ja.
Oh mein Gott, sein Feuerball ist unterlevelt. Sein Feuerball ist Level 9. Was ist das denn? Der Packer steht falsch. Was denn? Du hast ihn als Zetrophenien, kurz so wie es aussieht. Brauchst du nicht setzen, reicht. Pushen? Nein, warten. Du bist vorne. Der muss Golem jetzt setzen oder wieder Reiter und Brücke. Ja, er wartet und setzt. Ja. Ja. Der Sparky sollte gerade so reichen. Ja, nice. War nice. Easy. Sehr gut. Jetzt kannst du, ja, auch okay. Oh mein Gott, Digga. Das war heftig, oder? Ja, so. Jetzt kommt der geragte Sparky. Bringt halt nichts. Er kriegt keinen Schaden am Turm. Du hast gewonnen. Du hast einfach gewonnen, Max. Als hätte es geil. All-time Trophy Record. Tut noch das Geld. Army Predict gegen Packer. Kommt nichts und er ist weg. Das ist es. Oh mein Gott. Was waren das für letztes? Was waren das für zwei Games, Mann? Let's go. Richtig geil. Was waren das für zwei Games? Holy shit. Ja. Absolut geil. Absolut geil, Junge. Let's go. 5271. Das ist ultra, ultra mächtig. Oh, da muss ich die App neu laden. Wie sieht's dann aus? Dann bist du Erster. Ich habe Angst, dass das der Schuhe brechen könnte ein wenig. Ich auch. Lass rübergehen. Okay. Ich weiß nicht, warum er nicht spielt. Ich hab schon aufgegeben. Ich weiß nicht, aber dich GG, Bro. Kannst du irgendwie. Ich setz einfach einen Mega-Retter an die Brücke oder so, damit er was macht. Dann wär BM dich. Comeback. So ein Kick. Wir kamen mit Level 9, Royal Recruits Level 13 an. Keine Ahnung, Mann. Hm? Ich bin erst am Clown. Nice. Danke. Glückwunsch. Ich sehe, bist du vom 3. auf den 7. Ja, du kannst mit Ram Raiderin einfach nicht grinden. Aber warum versuchst du es dann? Weil ich kein Voice Crack habe, so wie du. Okay. Also ich könnte jetzt noch auf 5-5 pushen, aber wenn du sagst, wir haben jetzt auch schon lang genug gespielt, der Strubel. Mhm. Ja, schon wieder überlevelt as fuck. Du willst einfach, ja. Also in wenigen aussichtslosen Situationen wirft meistens der Trainer das Handtuch. Junge, ja, wie gesagt, was soll ich gegen so überlevelte Dudes machen? I mean. Na, kann ich auch wieder aufgeben. Der alles wieder Level 11 oder 12 mit Level 9. Ich verstehe das gar nicht. Was ist mit Clash Royale passiert? Wie kannst du Level 9 sein und fast das maxed out haben? Hä? Ja, ich spiele nicht Deck seit Jahren. Gesetzt. Ich spiele nicht Deck halt seit 3 Jahren und max nur das. Es ist... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das Update mit den ganzen Jokern, oder nicht? In jeder Challenge kriegst du auf Joker wie Scheiße. Ja, aber die müssen ja, wenn eigentlich Level, wenn sie Max Card mit Level 9 haben, das heißt ja eigentlich, dass sie nur ein Deck upgegradet haben, weil sonst ja, genau, haben sie auch aufsteigen. Nur. Ja, nur, ein, ja. nur Joker für ein Deck gemacht und nur ein Deck upgegradet. Ja, das ist dann ich habe so viele Level 9er mit Karten Level 13, vor allem ja. Prinz Level 13 oder sowas. Weißt du, noch ja. Nicht immer eine Common oder eine Rare, die ja. Du anfordern kannst, sondern einfach eine Epic. Ja. So ein Level 11 Executioner gewinnt gefühlt wieder gegen den Holzfällern 1 gegen 1. Ja, der greift auf den Turm an.
Was ein Problem. Er weiß, ob er ihn nicht springen lässt. Das ist insane. Ja, Level 11 Valkyrie, schnellste Lauf der Level 10 Mega-Ritter und Hex EOP. Du hast halt deine wichtigsten Karten irgendwie auf dem scheiß Level, so. Also, ich kann das. Ja, Junge, ich hab keinen Bock mehr, ich schwör's dir. Es ist wirklich. Ich werde das Free-to-Play-Projekt erst weiter pushen, wenn ich bessere Karten level habe. Es macht keinen Sinn. Ich spiele entweder gegen Mega-Ritter Level 13, gegen Elite-Barer Level 12 oder 13 oder gegen Pekka. Du kannst mit Win-Condition. Das ist eigentlich ist insane. Eigentlich bin ich der Beste in dem Projekt, weil ich einfach 5-3 war gefühlt mit Dings, Alter, mit Ram-Riderin auf 9, Alter. Das ist insane. Boah, der spammt so abartig. Ich frag mich, wie ich 5-3 knapp geschafft habe mit Ram-Riderin. Erklär mir das bitte jemand. Wenn jeder Mega-Ritter spielt oder Pekka Level 13. Du bist extrem krass. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Geht halt nicht. Du kannst mit Ram-Riderin 9 einfach nicht höher kommen. Ist unmachbar. So eine schlechte Karte. Wie viele Trophäen jetzt gerade? Das aktualisiert ja immer nicht. 5-1-1-5. Max, mach mal 5-3 vor jetzt. Nee. Ach so, Minimalist. 5-3 mach ich nicht. Einfach nee, Digga, was ist das denn? Wieso nicht? 5-3 mach ich nicht. Auf geht's jetzt, let's go. Okay, wir gehen rein. Bin drin. Ja, wir gehen hoch. Ja. Digga, als du gesagt hast, du hast den Trophäenrekord. Dieses Nice, was dann kam. Ja, das fand ich auch sehr gut. Ich bin erst am Clan, nice. Ja, Magic Archer 12 ist immer schon nicht so doch, nice. Nice. Ja, Spieler scheint. Nee, Holzfäller. Er könnte Mega Ritter haben. Shit. Du bist ja ultra slowed, what the fuck? Das ist voll verkackt. Scheiße. Ja, ist richtig. Hä? Hilfe, wie schlecht. Was durchlaufen? Der Turm ist weg. Oh, wo ist das Storage? Ist so ganz nice. Jetzt, ich hab's den Slow, der Slow, der Slow war zu mächtig. Okay, Sparky hinten. Ja, Sparky hinten. Ja. 13er Ritter. Zum Glück habe ich diesen Missplay gemacht. Und hätte ich noch wirklich gedacht, dass wir es gewinnen können. 12er Executioner. Alles gut. Jetzt links davor. Wenn er keine Rakete hat, warte erstmal. Spiel hin, Mutterhex erstmal und dann E-Giant. Der Sparky wird sich eine Weile beschäftigen. Nicht so rein, nicht rein in die Executioner. Jetzt findet ihr doch beides. Okay, hättet Action. Erstmal das Ding. Passt. Ja, gut, gut. Jetzt Sepp bereit halten. Sepp ist bereit. Jetzt. Kriegt der einen Hit? Sepp die. Nice. Du hast den Turm. Aber. Er hat Holz und Magic Archer raus. War das gut mit der Skeleton Army? Ja, das hat er mit 13. Das bringt nichts. Jetzt, Dings links. Nee, du gleich links auf das Kobold-Fass oder Schweinereiter. Er hat 4 Elixier, er hat 5. Vielleicht macht er beides, dann spielst du, nicht Sparky, spiel Sparky unten rechts. Wenn er jetzt beides spielt, spielst du Sparky hinten rechts. Wenn er beides spielt, lässt du einfach durchlaufen. Wenn er Fass oder Schweinereiter spielt, spielst du Nado. Okay, spiel Nado. Das Ganze flawless. Das geht flawless, ja. Davor? Durchlaufen. Im Knick spielst du. Im Knick spielst du Skeleton Army. Oh, was? Der Dritte tötet mich. Nein, das ist doch Magic Archer, ja. Ich dachte doch, der stirbt und auch alles andere. Nee. Ach, Digga, wie überlevelt ist denn der Ritter 13? Das ist ja richtig heftiger Schwachsinn, ne? Ja, ist in der Tat nicht ganz so angenehm. Digga, was hat denn der Ritter mit meinem Sparky gemacht? Wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Ich muss Geld ansetzen. Oh, Alter, was ein Match. Ja, musst du durchlaufen lassen. Kann nicht zu weit supporten, nicht weiter supporten. Ist doch durch, was soll ich machen? Sparky hinten wieder? Okay. Muss er den Nado. Der ist dran, schade. Schade, egal.
Action noch nicht verloren. Lass durchlaufen erstmal. Spiel die Mutterhexe hinten rechts. Ganz hinten rechts. Guter Sparky zum Blocken. Oh mein Gott. Der Magic. Ach, die Mutterhexe hat dich verkauft. Die Mutterhexe hat dich verkauft, Max. Die aber hat was war das für ein Mist? Zum Sonderpreis angeboten. Ich weiß noch so lange. Ah, schon wieder gegen I Love E-Giant. Kann ich jeden Zug gegen die gleichen zwei spielen. Dann wäre der Triple Spell Deck. Was ist? Er hat dieses Ramrider Triple Spell Deck. Mit Ramrider, Feuerball, Holz und Zap. Spiel Sparky hinten. Oder schreibt mal ein gutes Spiel. Schreibt mal ein gutes Spiel. Vielleicht geht er. Okay, Gefühl. Echt? Er hat den Keytor gesappt. Heißt nichts. Doch. Natürlich. Hey, ich muss ganz aus dem Flug gleich. Mach das. Oh, das Bad. Krass von mir. Witzig. Er ist auf Count. Ich hab's trotzdem verkackt. Oh Gott. Ich weiß noch, ob wir noch ein Game machen sollen, Leute. Ultra geil, wie aktiv der Clan ist. Das gefällt mir. Chef Strubel ist nicht im Game. Herr Digga, wo ist Chef Strubel? Muss doch irgendwo mittlerweile hier unten sein, oder? Seht ihr Chef Strubel? Hä? Hallo? Ja. Hallo? Was geht? Wie geht's mit Free Wins? Ist fertig? Ja, hab ich gewonnen. Nach dem Free Win hab ich keine Lust mehr. Sau gut, Alter. Machst du noch einen Main-Account weiter? Mhm. Alter, das war echt nice. Das ist stark. Ich muss noch spielen. Na, ist der Tester. Wigspin? Ja. Ey, da bist du ja. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Geht. Ja. Irgendwas passiert? Rein. Ja, ich verstehe, es spielt auf Main Account. Hast du. Warst du mit dem Discord? Ja. Oh, hab ich das verpasst? Mhm. Scheiße. Kommt mir jetzt ein Win, haben wir 5-3. Let's go. Spiel's gegen. Ist gut. Muss sagen, dass die Mods wieder geile Arbeit leisten. Die Mods leisten extrem gute Arbeit. Wir sind die ganze Zeit über 40.000 Live-Zuschauer und sind trotzdem All-Chat. Jeder, der sich nicht ans Regelwerk hält, wird gebannt. Dadurch können wir einfach so viele Zuschauer sein und trotzdem können alle schreiben. Das ist Rekord. Das ist weltweiter Rekord. Ist chillig. Ist echt geil, Mann. Wir haben aber auch, wir haben den weltweiten Rekord mit viele Viewer, trotzdem nicer Chat. Wir haben auch den weltweiten Rekord mit den meisten gebannten Leuten. Haut mal eine dicke Herzenswelle raus an die Moderatoren. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Wo liegt der Rekord? Wir sind bei 225.000 Buns. Und wir sind hier weit mehr. Wir sind ganz, ganz mit ganz viel Abstand Platz 1 global. 200? Ja gut, in 5 Jahren. Ich stream jeden Tag, ne? Ja, okay, gut. Ich stimmt auch. Wo kann man das sehen, wie viele Leute gebannt sind? Du kannst eine Liste von all den Namen dir rauskopieren, die du gebannt hast. Und da kannst du in so ein Programm schmeißen und sagt dir, wie viele Namen das sind. Ah, okay. Was setzen wir? Wenn wir jetzt gewinnen, ist das 5.300. Holy shit. Das meinte Morten, ist unmöglich. Ich will das Unmögliche möglich machen. Mutterhexe hinten. Das ist eine kleine Geheimkarte, falls er einen Friedhof spielt oder irgendwas mit Skeletten ist, man. Wie holst du halt davor? So ein bisschen seitlich, dass der halt davor läuft, aber dass der noch in Turmbench ist. Das war perfekt.
Das war echt super ultra. Weiß nicht, wo du das rausgepackt hast, aber das war echt cheap perfekt. Sparky und Agile hinten. Erstmal Sparky, muss ich. Ja. Musst du irgendwas. Er könnte Friedhof spielen. Oh, sehr, okay, du musst Base Race. Ja. Du musst jetzt. Ja, einfach Base Race. Der hat aber keinen, wenn er normales Deck spielt, hat er nur Eismagier. Ja, das heißt, er hat keinen Reset. Der hat jetzt noch den Gage, genau. Und der hat noch Lightning. Du musst den E-Giant gleich mit. Du. Genau, ich spiel jetzt Skarmy. Skarmy dahinter. Skarmy dahinter. Oh, war nee. Ja, okay. Ich dachte, du. Mit Spark Protect jetzt kann er einfach Nado. Er hat Lightning, okay. Gut. Er spielt ihn auch, aber trotzdem. Okay. Er hat den fucking Counter, weil er halt den. Der hat das Gebäude, du hast keins. Und der hat auch fucking Lightning. Das stimmt ebenfalls. Und er hält alle Karten tausendmal höher. Ach, spielt er nicht mein Deck? Nein. Ja doch, genau. Nee, mein Deck vom Main Account meine ich. Genau, ja. Und er macht's auch gar nicht so schlecht, leider. Ja, das geht ja, das ist das richtige Deck, ne? Das ist das Deck, was wir langfristig spielen wollen, Leute. Das ist super, super, ja. Super OP. Ja, das ist krass. Also wir machen so viel Geld, dass wir einmal verlieren. Das haben wir einmal verloren. Was machen wir jetzt? 5-3 werden also im Indien-Rekord. Wir haben die Folge. Wir haben Chef Strubel vierfach gebrochen. Alter, einfach vierfach gebrochen. Das ist ja nicht mehr gelogen so. Ja. Warum spielst du das Deck dann nicht? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Let's go. Und Turm tot. Geiler Schaden. Ja. Oh Gott. Und wir gehen auf K, richtig? Nein. Sicher? Schön wär's, ja, sicher. Spiel den Holzfäller rein? Ne, die Skarmy. Okay. Brauchst du halt fürs Fass noch, aber. Oh, Nado. Na gut, dann mach das so. Dann, ja, Nado jetzt. Komm gerade. 12er-Dinger, ne? Weißt du, wie lange die. Guck mal, wie viel Damage der macht, wie lange der lebt. Die haben fast meinen King Tower geholt. Hexe hier, weil die Princess an die Brücke kommt. Hä? Ja, was denn? Aber hat leider ein Feld zu weit hinten? Ich glaube ja. Oh, noch ein Hit? Turm ist weg. Ist das witzig? Findest du es witzig? Ich muss jetzt nicht so lachen gerade. Sparky noch rein, genau. Der wird da, wenn er nicht dumm ist, eine Rakete drauf werfen. Er misst. Na, schade. Okay. Oh. Hast du gerade den Table ausgemacht? Achso, mein iPad ist abgeschlossen, lol. Hol ich nein, Junge, Schnauze. Hä? Was ist denn jetzt? Da ist hier kein Signal, wie kann das denn sein? Oh mein Gott, ich wollte unbedingt noch weiterspielen. Oh mein Gott, ich wollte das Game unbedingt noch weiterspielen. Jetzt habe ich aus Versehen kein Signal mehr. Das ist aber auch wirklich ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, Mann. Oh mein Gott, das war mein Lieblingsgame heute vom Tag. Ja, das glaube ich. Das war wirklich das beste Game. Oh no. Wir haben es geschafft. Allzeit-Trophäen-Rekord. Und nicht nur das war auch mein Plan, deswegen wollte ich Chef Strubel ins Boot holen. Chef Strubel richtig heftig gebrochen. Er hat das Free-to-Play-Projekt gefühlt abgebrochen. Man spielt den ganzen Tag gegen Level 13er. Mega-Ritter. Plan. So geil, hat einfach alles geklappt. Ey, Leute, das war ein Traum. Ich freue mich jetzt schon wieder ganz doll auf die nächste Challenge. Morgen kommen ja die zwei Challenges raus, gleich zwei auf einmal, da müssen wir richtig rasieren mit dem Free-to-Play-Account. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, schaut auch sehr gerne bei Big Spin vorbei, bei Morten, Chef Strubel. Big Spin heute mal wieder grandios gecoacht, besser geht's nicht. Prost. Ich lade, glaube ich, den gesamten Stream wieder auf Second Try hoch, das war einfach wieder ein legendärer Stream. Chef Strubel war noch nie so sauer, das ist auch ein guter Titel eigentlich, das ist geil. Okay, Leute, Meinung in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein, tschüss.